das war eine P8, die spawnt. Weil. Was wollen wir eigentlich machen? Hätte ich jetzt auch mal gefragt. Ich hab ein Problem. Oh Gott, was hast du gemacht? Oh, du bist durch die Schatzkarte. Hä? Wie hast du das geschafft? Ich bin aus dem Fahrstuhl raus, ich hab den Flur gesehen und auf einmal plumps. Ich hab im letzten Moment den Helm aufgesetzt. Ich glaube, ich bin trotzdem in der Station gefangen. Wie können wir jetzt. Wie kann ich jetzt meine Ausrüstung retten? Escape auslocken. Du verlierst erst, wenn du stirbst. Gut. Und musst uns halt nachjoinen oder wir gehen halt wieder zurück. Habt ihr das da weggemacht? Ja. Gut. Warum kann ich es aber immer noch lesen? Weil ihr. Ja, ist es. Hendrik, du bist Moderator. Ich bin kein Mod. Ja, dachte ich. Schreib mal was in den Chat rein. Also wäre mir neu, dass ich mal drin. So, einen wunderschönen guten Abend. Horny Melanie ist da, der 92er ist da, Ryan Stecken ist da, Hanuta ist natürlich auch da, der Herbststurm ist auch da. Wunderschönen guten Abend. Wir versuchen heute nochmal Star Citizens zu zeigen, sofern wir nicht wieder irgendwo reinfallen. Sagte er und fällt irgendwo rein. Ich bin ja froh, dass ich dran gedacht habe, schnell meinen Helm aufzusetzen. Hutmacherweg, wo ist denn die Rüstung her? Lila und blau. Wo habe ich die? Die habe ich letztens irgendwo noch gekauft. Wo bin ich denn hingeflogen? Irgendwie zu einem Jump Point, glaube ich. Da habe ich die gekauft. Jump Point kann man andocken. Ja. Man kann sogar landen, wie in der Raumstation. Achso. Glaube ich. Ich dachte, die waren noch nicht offen. Ich bin jetzt über die Schwelle gesprungen. Ich hatte Angst. Nee, wieso ist Hendrik schon wieder 57 Millionen Kilometer weit weg? Was hast du denn nicht verstanden, dass hier der Ausgangspunkt für die Streams ist? Das war vorher was testen und dann hatte ich keine Lust mehr zurückzufliegen. Du weißt aber schon, dass es da ein paar Tricks gibt, zurückzukommen hier innerhalb von Sekunden. Du machst, ich weiß aber nicht, wo ich mich geklemmt habe. Ja, das solltest du, wenn du gleich hier auf die Station ankommst, hier erstmal deinen DNA-Print hinpacken. Und dann ziehst du dich das nächste Mal, wenn du 57 Millionen Kilometer bist, weit weg bist, da aus. Dann bleiben deine Sachen da im Inventar und gehen nicht verloren. Dann machst du Suizid, wachst hier auf und ziehst dir Klamotten an und los geht's. 57, stell dir mal vor, der wäre jetzt 10 Sternsysteme weiter, bräuchten wir mit dem gar nicht streamen. Gut, dass das Spiel noch nicht so groß ist. Aber Martin, was hast du überhaupt vor? Wir machen die Mission, die F7-Mission weiter. Der Teil 2 vom Xenotread-Event ist scharf. Ja, aber vielleicht ist er bei mir, dann müsst ihr zu mir kommen. Nee. Wir fliegen als Team. Das heißt, ich soll erst zu euch rüber und wenn es dann trotzdem in Microtech ist, dann nochmal rüber, oder wie? Ja. Wo ist mein Schiff? Effizient, ach. Martin. Ja. Das nennt man nicht effizient, das nennt man Erziehung. Ja, wenn meine Kinder die Tür knallen, dann müssen die 5-mal hintereinander leise die Tür wieder zumachen. Dann geht das wieder in der Woche gut. Das heißt, ich das gar nicht wissen. Wobei, nee, das war mit los, was ihr nicht auf die Reihe kriegt, ne? So, haben alle den Auftrag? Was geht halt? Nee, soll ich? Ja, gut. Ich dachte, ihr hättet den selbstständig angenommen. Ich nehme nichts an. Denkt dran, dass ihr Call to Arms. Nichts von Fremden.
Call to Arms macht, ne? Das ist es. Ich teile. Und angenommen. Eins von drei sogar diesmal nur. Das heißt, oh, aber nicht, vier von drei da. Das heißt aber nicht, dass es leichter wird. So, ich habe auch schon ein Schiff für uns. Diesmal fliegen wir alle zusammen. Bis auf Hendrik. Bitte nicht wieder ein Hammerhead. Nein. Wenn die Triebwerke wieder spinnen. Mir ist aufgefallen, es gibt Schiffe, die haben wir noch nie gezeigt. Und die könnte man auch mal zeigen. Ja, welche? Hangar 02. Das ist ein Schiff? Ja. Hangar 02? Wow. Ich habe ein paar Schiffe, denen man einen Namen geben kann. Ein Schiff habe ich Konstanze genannt. Das ist das dicke, runde 600i. Und das nächste Schiff werde ich Hangar 02 nennen. Sehr kreativ. Was haben wir hier, eine Vanguard oder was ist das? Eine Hope Light. Du machst heute einen auf Deathpool, oder? Martin? Endcool? Nein, Deathpool. Deathpool? Ja, ja, Deathpool. Deadpool. Deadpool. Deadpool? Oder ist Deadpool? Okay. So, das ist ein Dropschiff. Nimm Platz, einer kann hier den Turm bedienen in der Mitte. Oh. Darf ich eine Frage stellen? Aber sicher doch. Wieso brauchen wir ein Dropschiff? Einfach mal, um es zu zeigen, Mensch. Die Zuschauer sehen immer dieselben vier Schiffe bei uns. Und was haben wir? 100. Aber mit einem Dropschiff in einer Raumschlacht. Das, okay. Wir fliegen nicht in eine Raumschlacht. Nicht? Nein. Okay. Glaube ich. Und wenn doch, dann hauen wir wieder ab. Oh, warum habe ich nur 72% Leben? Dann hoffen wir, dass Hendrik kommt. Wie machen wir die hintere Tür zu? Ach, egal. Lass offen. Tiger Turm. Über dir. Wo ist der Turm hier? Nein, über dir. Ja. Ich komme da nicht rein. Warum habt ihr die hintere Tür nicht zugemacht? Die will nicht zugehen. Jetzt geht's. Martin, du hast da keinen Knopf, das weißt du, oder? Wo habe ich keinen Knopf? Die Tür. Ah, das ist eins von den alten Schiffen, da musst du noch irgendwo ja, so eine... Ja, ich hab's gerade gesehen. Ewok, schönen guten Abend. Ja, im Opik. Guten Abend. Oh, August, guten Abend. Du musst einfach nur auf die Treppe klicken. Da ist ein Knarren, wa? Erstmal Schießteile. Das Ding sind links da. Gatlings. 165 Schuss. Sehr effizient. Hör mal auf zu meckern, Mensch. So, wo müssen wir hin? Hurston. Hendrik Hurston. Und dann Ita. Zu uns. Bei Ita. Gesundheit wo? Das ist ein Mond. Sag mal, du spielst dieses Spiel doch regelmäßig, oder nicht? Aber ich weiß nicht, ob ich jemals bei dem Mond war. Dann ist mal Zeit. Ich schütte das bei uns heute. So, werden wir uns jetzt auf die 31 Millionen Kilometer lange Reise machen, die in diesem Spiel zum Glück nicht so lange dauert. Eine kleine Info am Rande für all die, die da draußen zuschauen. Der große Knebel hat heute verkündet, das Server-Mashing ist endlich da. Und das ist eine Falschinformation. Ich muss halt einfach mittlerweile, da kommt so viel Müll, was der erzählt, ich muss da gegenhalten. Und wenn ich auch nur einen kleinen Teil von euch erreiche, ihr könnt das ja anderen weitererzählen, Server-Mashing ist noch nicht da. Das Server-Mashing kommt mit der 3.2.3 das erste Mal und im Moment wird über die 3.2.2 auf dem Tech-Preview das Server-Mashing in verschiedenen Konstellationen getestet. Und wenn man auf einem Server, auf den nicht alle drauf können, ja, irgendetwas testet, dann sollte man keine Videos raushauen, indem man großkotzig behauptet, das Server-Mashing ist da. Wir wissen nicht mehr, ob das Server-Mashing jetzt tatsächlich mit der 3.2.3 schon kommt. Wenn es da nämlich technische Probleme gibt, kann das sein, dass die das nach hinten schieben. Insofern, auch hier ist das Server-Mashing noch nicht da. Ich gehe aber davon aus, dass wir jetzt irgendwann demnächst die 3.2.3 testen dürfen und dann werden wir sehen, in welcher Art und Weise das Server-Mashing
dort implementiert wurde. Entweder für jedes Sonnensystem nur einen Server oder in aktuellen Tests hatte man für jeden Planeten, jeden Mond einen Server. Man will das noch weiter ausweiten. Jeder Planet, jeder Mond, jeder Raumhafen, jede größere Raumstation einen Server. Und wenn man das alles miteinander verknüpft und guckt, ob das funktioniert, dann kann es sein, dass es dann vielleicht irgendwann auf den Live-Server so überspielt wird. Es gibt aber im Moment massive technische Probleme. Ich nehme mal so ein schönes Beispiel. Wir fliegen jetzt von hier, von der Station, hier rüber nach Hurston. In dieser Konstellation hätten wir einmal einen großen Server für die Umgebung hier, das All, durch das wir uns bewegen. Und kurz vor Hurston würde der nächste Server dann sein, der quasi den Raum Hurston darstellt, berechnet, und würden wir kurz vorher anhalten und würden mit unseren Kanonen und mit unseren Raketen von unserem Server in den Bereich des anderen Servers schießen, dann würden wir den Effekt sehen, dass die Kugeln nicht gerade ausfliegen, sondern sobald sie auf den anderen Server rüberkommen, auf einmal nach links wegfliegen. Da funktioniert noch irgendwas nicht mit der Synchronität. Das heißt, das muss noch überarbeitet werden. Es gibt auch noch andere technische Probleme. Es gab zum Beispiel zwei, dreimal den Vorfall, dass jemand innerhalb von zwei Servern quasi gelaufen ist und er dann, während er an den anderen Server übergeben wurde, auf einmal da nackt gestanden hat, weil von der Kommunikation seine gesamte Ausrüstung nicht weiter mit rübergereicht worden ist. Das sind ja alles Items, die extra wieder mit weitergeleitet werden müssen. Raumschiffe, die durchs All fliegen, werden unterwegs abgebremst, weil das Spiel durch die Übergabe zum anderen Server vergessen hat, wo der überhaupt hin will. Das heißt, bums, auf einmal stehen wir im All, dann können wir alles wieder von vorne machen. Also einen Kurs neu eingeben, Raumschiff neu ausrichten, neu spulen, weiterfliegen, bis wir das nächste Mal aus dem Quantum 3 fliegen, weil das Spiel das wieder vergessen hat. All diese ganzen technischen Probleme gibt es da im Moment. Und genau deswegen ist eine Aussage, Server-Meshing ist da, scheiße. Punkt. So, wir machen weiter. Henrik, du bist schon da bei ITA? Nee. Ja, Spar. Ja, das ist Microtech, da will ich nicht hin. Wo will ich denn hin? Da will ich hin? Ne, da will ich auch nicht hin. Ich habe ja einen recht schnellen Antrieb drin. Clear-Route. Set-Route. Jetzt überhaupt? Ja, von, wir warten hier hinten, bis gesagt wird, wir sollen springen. Ich hatte einen Anzeigebug. Trotz Spulen konnte ich alle Planeten, alle Sterne, alles anspringen. Das habe ich immer mal wieder. Ja, dann musst du die Route löschen und neu starten. Ich hatte es gerade eben auch, das habe ich irgendwie öfters auch. Ich hole mir mein Schiff, Antriebe und alles ist an, aber die Antriebe reagieren nicht. Ich kann gar nichts machen mit dem Schiff. Muss ich es auch wieder einlagern und dann wiederholen? Das hatte ich gerade eben schon wieder. Wird der Knödel denn von CIG bezahlt als Sponsor oder muss der noch alles zahlen? Also bei Content Creators ist es grundsätzlich so, dass die meistens nicht bezahlt werden, sondern die kriegen dafür Ingame-Stoff oder Informationen. Angeblich hat Star Citizen noch kein Content Creator-Programm, aber solche Leute wie Knödel werden unterstützt. Was der im Einzelnen bekommt, kann ich euch nicht sagen. Der haut regelmäßig Giveaway-Schiffe raus. Deswegen hat er ja so viele Zuschauer. Bei der Menge an Zuschauern, die er hat, ist es aber durchaus denkbar, dass der die Schiffe selbst kauft und irgendwann dann verschenkt. Das ist eigentlich nicht so das große Problem. Es kann aber auch sein, dass er von CIG Schiffe zur Verfügung gestellt kriegt, die er verschenken kann. Fakt ist aber, der gute Mann ist genauso wenig tief in der Materie drin wie jeder andere. Der bekommt keine Insider-Informationen von CIG oder sonst was. Der reimt sich immer alles nur zusammen. Tiger! Ja? Du machst Geräusche, ganz gewaltig. Oh. Alles gut. Ich wollte es dir nur gesagt haben. Also, nicht falsch verstehen. Ich habe mich ja früher bei War Thunder auch öfters mal weit aus dem Fenster gelehnt. Allerdings hatte ich in 90% der Fälle recht. Und bei ihm ist es eher umgekehrt. Nur in 10% aller Fälle trifft er dann mal wirklich ins Schwarze. Und gerade wenn man so viele Zuschauer hat wie der, bringt man die Community einfach nur durcheinander. Ich meine, das hier ist ein Spiel, das
enorm viel Prügel bezieht von der Presse und was weiß ich nicht alles, weil die Entwicklung schon so lange dauert. Das ist ein Spiel, das mittlerweile sehr viele Hater hat, weil die Entwicklung schon so lange dauert. Und dann ständig solche Falschinformationen rauszuhauen, das tut dem Spiel nicht gut. Und deswegen sollte man da auch verantwortungsvoll mit so einem Schwachsinn umgehen. So, Crew, noch 654 Kilometer. Wir springen noch einmal und dann wird es wohl in einen Raumkampf gehen. Ziel 35 Kilometer voraus. Heißt das, wir hinten sollen dann rausspringen und mit dem Gewehr rum, Gewehr im Welt? Nein, wir gucken jetzt erstmal, was passiert. Das hätte auch eine Bunkermission sein können. Wird schon schief gehen. Ansonsten springen wir zurück nach Hörsten, dann könnt ihr da ein Raumschiff bestellen und dann fliegen wir mit mehreren Raumschiffen hin. Ich hab doch Gewehre dabei, ich kann ja damit drauf schießen. Ja, Hannes? Ich bin ausgenockt worden. Mir ist gerade ganz Spaß vor Augen geworden. Wir beschleunigen mit Stopp, 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 stopp! Wir sind mitten in einem Asteroidenfeld, alles ist schwarz! Ich würde das Spulen ausmachen, dann siehst du ein bisschen mehr, als siehst du hell, Martin. Das war fast unser, das war unser Flügel. Was? Martin? Wir werden beschossen von mehreren Zielen, Tiger. Ich sehe es. Ich springe zu euch. Fühlt sich komisch an, wenn wir hinten nichts machen können. Ja, vor allem, wenn man dann weiß, dass wir mitten in einem Asteroidenfeld unterwegs sind. Das kommt dann dazu. Oh, und ausgerollt. Also den einfach abschießen, oder? Was müssen wir machen? Alle Rote ja. Abschießen. Ja. Außer uns bitte. Einen haben wir. Wo ist der andere? Da ist jetzt so ein Krypto, die gespawnt. Den müssen wir aufsammeln. Ja. Machen wir, wenn wir den jetzt zerstört haben. Eine Mantis. Das ist eine Mantis hier, oder? Ja, abschießen. Bin trocken. Also, kann ich mal schießen. Warte mal, wie einsammeln müssen wir dafür raus, oder können wir das einfach so einen Beschuss holen? Einer muss raus. Ah, okay. Hab's! Schiff zerstört. So, wo ist der Krypto-Key? Einer ist noch da. Ah. Gut gemacht, Henrik. Henrik, nimmst du den letzten, dann fliegen wir zum Krypto-Key. In Kirby. Kirby. Ja. Ich wäre bereit rauszuspringen, Martin. Rakete, Moment, ich muss ausweichen. Ja, alles gut. Ich bin der Rakete ausgewichen. Wieso schalte ich Hendrik auf? Weil der gerade zwischen uns ist. Ich krieg auf jeden Fall Fettbeschuss. Ist eine Saber. Das war knapp. Habt ihr gerade auf meine Schilde geschossen? Nein. Aber ich glaube, die sind alle leer jetzt hier bei uns. Oh, jetzt muss ich mir aufpassen mit dem Locken, Martin, mit dem Spannung. Hast du aber schön gerammt. Nee, der hat mich gerammt. Aber wir sind noch, warte, ich bremse ab. Ich habe die Maschine unter Kontrolle. Es fehlt nur die linke Seite. Da ist noch ein roter Beschuss. Wir gehen trotzdem Beschuss. Mr. Einhorn. Ja, der heißt ja. Zur Crew aussteigen. Henrik sammelt euch gleich ein. Raus, raus, raus. Okay, okay, okay. Jetzt.
Okay, raus, raus, raus. Hendrik, mach mal die Luken auf, Luken auf, Luken auf und nicht drehen. Raus, 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 raus! Wir sind draußen. Hältst du es noch aus, oder? Ja, ihr müsst jetzt raus. Nein, ob Hendrik es aushält. Ja, ja. Ich bin auf dem Aufzug. Ab vorne geht hinten rein. Ich versuche es. Ich würde den Großen nehmen, nicht den Kleinen, Hannes. Warum? Hat bei mir schon mal rumgebackt, aber ja. Kann ich hochfahren, oder? Warte, Truckerbell fehlt noch. Ich will auch noch. Ja, Tage und Martin müssen ja auch noch kommen. Martin fliegt noch, glaube ich. Ja, ja, ich versuche die Maschine an den Krypto-Key ranzubringen. Bin drin. Warte. Ich auch. Hoch, hoch, hoch. Also ich komme ganz normal raus, Hendrik. Okay. Ich gehe in den oberen Turm rein. Wer geht in den unteren Turm? Ja, der fragt. Also ich, oder wie? Ja, keine Ahnung. Mach mal. Okay, du kannst ja hinten den kleinen Jäger nehmen. Scherz. Soll ich? Aber deswegen gehe ich da nicht wieder dran. Wir können es probieren. Ist nicht mein Schiff. Hendrik, hast du Laser oder Distortions drin hier? Wieso komisch blau schießen? Nico hat letztens gemeint, es war ein Distortions, aber das habe ich dann. Nicht rein, bitte! Ist gerade hier was explodiert. Ja, Hendrik hat was abgeschossen. Wo schalte ich den Blumen hier ein? Wo müssen wir denn jetzt hin? Vorne links hast du so ein weiß, zwei weiße und einen roten Punkt, da ist der Power-On-Knopf. Ich habe gehört. Bei Martin muss noch irgendwas sein. Da den Krypto-Key muss man aufsammeln. Ah ne, das ist Martin. Froggen, geh du mal auf irgendeine Plattform und Hendrik, fahr sie mal aus. Okay. Martin fliegt schon. Alles gut, dann trotzdem ausfahren, damit du ihn einsammeln kannst gleich. Hast du da was zum Sammeln, Martin? Ja, ich hab's. Sehr gut. Wir sind rechts von dir, Martin, rechts unten. Na, jetzt nur noch rechts. Bleib doch einfach stehen, Herrn Absturm. Das ist immer so. Wenn du versuchst, mit Hendrik irgendeine Richtungsansage zu machen, der dreht sich da 10 Mal, bis ich hab doch Martin gesehen, ich wollte nur ein bisschen drehen, dass er nicht um mein Schiff rumfliegen muss. Wir haben übrigens keine anderen roten Punkte. Bin da, wir können hoch. Hendrik, kannst du mal deine Stromverteilung auch auf die Waffen legen? Waffen. Weil meine Munition lädt sich nicht auf. Echt? Also meine lädt sich auf. Ne, meine nicht. Aber ich habe ja auch die Kanonen oder was auch immer das sein soll. Wo ist Distortion, glaube ich? DRXJ2. Was? Wie fängt's an? P. DR. Warte mal, das Raumschiff jetzt nicht bewegen. Nicht bewegen. Scheiße. Was? Martin, was ist los? Er hat einen Krypto-Key verloren. Oh nein. Kannst du rückwärts an die. Martin, kannst du rückwärts an die Leiter ran? Weil dann müsste dieses Triggern nicht machen. Deshalb macht man das auch gleich ins Inventar von der Rüstung. Er hebt die nicht auf. Frank, kannst du den aufheben? Ich kann es versuchen. Hendrik, wir können schon mal ein bisschen, glaube ich, zu. Nein, nein, nicht das Raumschiff nicht bewegen. Was? Wo müssen wir überhaupt jetzt hin? Aber alles drin dürfte doch. Oder müsste eigentlich bleiben? Nee. Du kennst das Spiel doch. Bild. Wir werden gescannt. Von wem? Polizei, glaube ich. So, ich behalte ihn jetzt hier mit meinem Traktorbeam. Lamont
gepolstert. Ja, aber es bringt ja nichts. Sofern hier niemanden bremstet hat. Nee. Ja. Aber wo müssen wir jetzt hin? Toll! Und er ist rausgefallen! Du hast mal gerade durch die Decke geschoben, kann das sein? Nein. Oh Gott, mich das an. Solche Sachen, die kotzen mich an. Die gehen mir voll auf den Sack. Oder ist mein Lift runter? Einmal den Lift runterlassen, wir müssen den Key wiederholen. Ich kann den nicht ins Inventar stecken. Ich habe einen Slot frei, kann ich nicht dran stecken. Ich kann nicht in den Rucksack tun, nichts. Ich kann ihn nur in die Hand nehmen. Und wenn ich ihn in der Hand habe, kann ich keine Leiter benutzen. Der Scanner ist übrigens fertig. Kann einer den Lift aufmachen? Ja. Wie macht man denn hier diesen Scheiß? Ich habe es schon mitbekommen. Also irgendwie meine Tasche mit dem Aufmachen hat die ganze Zeit gerade nicht reagiert. Warum auch immer. Gerade eben ging es noch. Jetzt lass mich mal das machen. Christus, Tiger? Der scheiß Charakter greift nicht. Soll ich nochmal ausprobieren? Greift nicht. Ich habe ihn. Okay, Tiger, dann geh einfach nur auf die Plattform und warte da einfach. Da musst du keine Leiter hochgehen. Ich habe ihn jetzt im Inventar. So, ich. Aber der wird hier immer noch angezeigt, dass er außerhalb ist. Guck mal, in dein Inventar, ob er drin ist. Der ist drin. Ja, dann geben wir das jetzt ab. Wieso haben wir den Tiger nicht mit reingelassen, Frau? Ach, Tiger, ich hab auch keinen gerne ohne mich fliegen. Los, wieder runter! Chaos pur. Ich dachte, da sind nur zwei Leute raus und hab zwei Leute wieder einsteigen gesehen. Nicht denken. Dass es überhaupt möglich ist, so nah in ein Asteroidenfeld springen zu können, das ist möglich. Ich finde das jetzt auch nicht schlimm, das macht das Spiel spannend. Das Problem sind halt hin und wieder die Lichtverhältnisse, die unter aller Sau sind. Macht es aber wieder zusätzlich spannend. Das war früher viel schlimmer. Da ist man zum Beispiel in ein Asteroidenfeld gesprungen und zack, bumm, ist man in einen Stein reingeknallt. Das macht das Spiel mittlerweile nicht mehr. Also jetzt darf ich mich bewegen, oder? Also Tiger, definitiv, du hast es noch, ne? Es ist im Rucksack. Gut, dann geben wir es jetzt ab. Du darfst ja, dich... Haben wir deine Marke? Ja, ich... Hammer. Oh ja, Moment mal, hier ist ja hinten. Bei Arc L1 müssen wir das Ding abgeben. Sind unterwegs. Gibt's hier eine Party-Lunch? Das ist nicht die Phoenix. Welches Schiff nehmen wir denn für den nächsten Fight? Was haben wir denn noch, was schon im Spiel ist und was wir noch nicht gezeigt haben? Weiß ich nicht. Schön, dass der Key auch durch die Kollision weggeschleudert wurde. Ja, also es sind viele tolle Sachen mittlerweile im Spiel. Das Spiel, ich bleib dabei, läuft auch ganz wunderbar. Das Login ins Game selbst, ihr wisst selbst, dass wir manchmal früher 15 Minuten in einem Stream gebraucht haben, bis wir überhaupt ins Spiel rein durften. Das geht innerhalb von Sekunden mittlerweile. Also es, technisch ist in den letzten Wochen enorm viel passiert. Das sind Kleinigkeiten, die einen dann manchmal auf den Sack gehen. Jetzt möchte man diese Mission abschließen und dann kann man diesen scheiß Key nicht ins Inventar stecken. Das sind Kleinigkeiten, die in dem Moment nerven, aber ich versuche immer wieder mit dem Spiel von vor einem Jahr zu vergleichen oder mit dem Spiel von vor zwei Jahren und das ist Luxus hier, was wir mittlerweile haben. Und wenn wir überlegen, was jetzt mit der 323 kommt, Alter, dann ist das Spiel so gut wie fertig. Da braucht auch kein anderer was irgendwas erzählen. Ein Knödel erzählt, das Spiel kommt 2028 raus und da sage ich, der lügt, Punkt. Warum? Weil er meint, dass bestimmte Dinge noch gar nicht programmiert worden sind, weil man da noch nichts von gehört hat. Was auch wieder Quatsch ist. Ich kann ein Spiel in zwei Jahren releasen und alles, was bis dahin noch nicht fertig ist an Gameplay-Mechaniken, das reiche ich mit Patches nach, Inhaltspatchen. Also ich weiß nicht, warum der in einer Tour so viel redet. Und ich bin nicht der Einzige, der sich drüber aufregt. Also das offizielle Forum bei CIG ist voll von Beschwerden.
alles, was der macht, ist Webseiten abfilmen, den Leuten das vorlesen, was da steht. Der einzige Grund, warum der so viele Zuschauer mittlerweile hat, ist tatsächlich diese Giveaway-Scheiße. Ihr kennt das selbst noch aus Wurf von der Zeiten, wenn da Giveaways waren. Dann hatten auf einmal Leute, die bis dahin 30 Zuschauer am Abend hatten, 500, 600 Zuschauer pro Stream. Nur weil es ein Giveaway gab. Und das ist der Grund, warum so viele bei Knödel zugucken. Nicht wegen den Informationen, die der liefert. Die sind nämlich scheiße. Punkt. So. Martin? Ja? Was wir schon lange nicht mehr gezeigt haben, ist die Starrunner. Ja, und nehmen wir die. Die kann auch ganz gut kämpfen. Ja. Ich habe eine. Hast du die noch? Ja, ich habe die noch. Okay. Octoposey, schönen guten Abend. Welche Station ist das? AL1, glaube ich, heißt. Oh, was hast du denn für einen schönen Skin drauf? Den Subscriber-Skin? Nee, wie heißt denn der? Hendrik? Stein? Ja. Stein? Okay. Nicht kurz vorm Ziel uns alle töten, du sollst. Das ist nicht der Invictus-Skin? Nee, das habe ich davor schon gehabt. Stormbringer war es, glaube ich. Mit Blau? Stormbringer? Echt? Ja. Bist du sicher? Nein, aber ich meine... Du kannst gleich in deinem Menü F1 gucken, dann weißt du, wie der Paint heißt. Ich meine, das hier ist der Subscriber-Skin von irgendeiner Weihnachts... Nee, den habe ich schon, bevor ich subscribed habe. Wann warst du denn das erste Mal Subscriber? Ich glaube, was war es? März oder Mai letzten Jahres. Das Weihnachtsfest davor gab es auch blaue Skins. Nee, Hendrik hat recht, das ist Stormbringer, Martin. Ist das? Yes. Sieht der so bescheuert an diesem Raumschiff aus? Entschuldigung, war nicht bös gemeint, Hendrik. Ja, also als ich mir den geholt habe, dachte ich auch, von der Blau her wäre es leicht anders, aber... Blau her. Ja, von der Blau her. Also ich finde, der Conny steht immer noch am besten, der weiße Skin. Den habe ich nicht. Oder ist das der Standard-Skin? Weiß ich gar nicht. Nee, das ist nicht das Standard-Skin. Hat man mal mit irgendwie vor ein, zwei Jahren. Standard ist grau. Wer macht's grau? Habe ich das gerade laut gesagt? Hände, können wir in Tacken runtergehen? Der Turm hier oben wird relativ knapp. Vielleicht ein Tacken rechts. Ich habe leicht Angst. Funktioniert. Ding! Also ich gebe mal das blöde Ding ab. Wenn es funktioniert. Zu viert war keine gute Idee hin. Das doch. Ist immer noch einer der grusigsten Fahrstühle, die es gibt. Ja, ich habe da jedes Mal, wenn der nach oben fährt, Angst, dass der mich ganz klein drückt. Auf einmal springt Fong da noch rein, hey. Er springt auf einmal, ich stand doch schon vor lange da. Wenn man so alt ist, dass man das noch selbst mitbekommt hat, dann darüber hinwegsehen, ja. Tschüss, Hendrik. Go Tiger, go Tiger. Können wir eigentlich vorhin irgendwann mal schlagen? Kannst du die ganze Zeit, wenn du möchtest. Ich... Also ich kann mal schießen. Wow, hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Was denn? Du bist gerade die ganze Zeit durch mich durchgesprungen. Nee, ich bin einfach nur hier hingegangen. Warte mal, wenn wir gerade auf der Station sind, ich leg mich mal ganz kurz ins Krankenbett. Vielleicht kann ich mich dadurch heilen. Das selber hatte ich auch gerade vor. Also wir sind jetzt nur geflogen, Raumkampf und schon müsst ihr ins Krankenbett? Ja. Nein, ich hab Durst. Das sind die jungen Böcke halt, ne? Das war noch vom letzten Mal. So, den Key muss man beim Admin abgeben. Wo ist denn der hier? Galerie? Die Hangar, die Starrunner ist Hangar 06. Ich bin in der Galerie.
So, ich habe ihn in der Hand. Place. Hendrik, einschreiben, ne? Und? Ja. Und Mark geht zu. Und? Yeah! Ja, gut gemacht. Ich hab auch einen Rüstungsladen. Auf meinen Rucksack schnell kaufen. War knapp. Wolltest du jetzt Trucker bei mich reinkommen lassen, Martin? Kann auch nachkommen, die kann selbstständig Fahrstuhl fahren. Die ist in meinem Alter, die kann das. Bist du sicher? Ja. Okay, siehst du dasselbe wie ich, Hannes? Was? Meinst du jetzt nicht, du meinst jetzt nicht die schwarze Rampe, oder was? Ja. Das ist einfach nur die Farbe von der Rampe? Nein, die war doch früher nicht so schwarz. Das ist wahrscheinlich einfach das Skin. Meinst du? Ja, also... Ich meine aber auch, die war schon immer schwarz. Ich weiß bloß nicht, ob die so schwarz war. Du kannst doch einfach die Treppe hoch, du. Das ich bin über 50, ich steig keine Treppen mehr. In welchem Hangar ist das Schiff? 06. Wo ist denn der Rüstungsladen? Ah, ich hab ihn schon, alles gut. Du hast so eine Rüstung angefangen. Ich wollte mir auch einen Rucksack holen. Ja, ich gibt so einen blöden, hässlichen Rucksack. Oh, okay, dann lass ich's. Ich will keinen blöden, hässlichen Rucksack. Aber du kannst mir was zum Trinken mitbringen. Bin schon blöd und hässlich genug. Ja, aber kannst du was zum Trinken mitbringen? Nö. Also Martin, oberer Turm ist besetzt. Ja, ich teile jetzt mit euch. 3, 2, 1, teile. Bei mir kommt nichts an. Ja, kurz warten. Und jetzt, angenommen. Welcher Hangar sollten wir jetzt? 06. Victor Hendrik. Okay, danke. Ich find's immer wieder gut, wie Leute hier zuhören, ne? Ich höre dir nicht zu. Was hat er gesagt? Was? Wie? Ja. Hendrik, willst du noch einen Turm bedienen? Ich weiß ja gerade gar nicht, wo was ist. Frank, hast du deinen Computer so gebaut, weil du kein Geld für ein Gehäuse hattest, oder? Eigentlich sind wir alle. Einfach, weil ich das mal machen wollte. Achso. Weiß nicht, ob Trucker Babe drin ist. Warum baust du sowas nicht in den Schreibtisch ein? Das ist cool. Martin, du kannst. Okay. Hab ich auch schon mal überlegt. Aber... Mein Schreibtisch... Da bräuchte ich halt einen neuen Schreibtisch. Ein bisschen umbauen. Da hatte ich jetzt keine Lust zu. Hoffentlich müssen wir nicht wieder in ein Asteroidenfeld mit dem Panzer hier. Du hast doch Türme, alles gut. Ja, aber ich muss auch lenken. Anscheinend soll das Ding ziemlich gut sein, wenn man hier mit 3-4 Leuten spielt. Würden reichen, du hast ja bloß 2 Türme. Sag ich ja. Ja. So, wo müssen wir hin? Crusader. War wer klar. Hat im unteren Turm? Ich. Okay. Ich bin wieder in den Katakomben. Hast du auch so einen komischen? Ja, lang müssen wir. Ja, hast du auch so einen komischen Dampf unterm Schiff, wenn du in die Third Person gehst? Ja, dann kann man so hoch und runter bewegst. Ist normal. Ja. Okay. Oh mein Gott. Der Wal bewegt sich. Ja, nur dass der Wal wieder ein Anzeigeproblem hat. Ich weiß soll schon. Ich sonst mal irgendwie anders fliegen? Nein. Geht's mit denen nicht? Ich will selbstständig also fliegen. Ja, wäre bloß eine Option zum Erleichtern gewesen, aber gut. Ich bin schwer irgendwo falsch abgebogen. Wie, Frum? Ich bin unten in den Katakomben. Warum? Achso. Weil es cool ist.
spulen. Ich mache das jetzt in einzelnen Schritten. Am ganzen Kurs kriegt er irgendwie heute nicht hin. Martin, der ist schon wieder Freunde im Chat. Nein, der Opa ist über 50, der kann gerade ausfliegen. Kommt da wieder die Oma im Cockpit, die Ansagen macht? Ja, das bei Crusader Industries ist eine Rentnerin, die Ansagen macht. Ja, aber die anderen sind doch nicht besser, oder? Also die von Crusader Industries, die finde ich schon ziemlich schrecklich. Das ist so, als wenn Oma, kurz bevor du abnippelst, komm, sprech nochmal hier eben kurz Text auf. In Memory of. Ja, die No-Target-Gedenktafel, ne? Genau. Auf den Profilnoten, das kann ich nicht machen, oder? Was kannst du nicht machen? Einfach ja sagen, ist eine Frau. Okay. Ja, ich verstehe. Nein. Ja, du hast recht. Oder sonst irgendwas. Ja, du hast recht. Man versteht dich wieder sehr schlecht. Oh, der Frauenversteher wieder. Ja, du musst einfach nur sagen, ja, du hast recht, Frogen. Das wirst du auch noch lernen, wenn du irgendwann eine Partnerin hast. Informationen wissen. Oh Gott, aber doch, gesehen. Frauen, Männer, Frauen, nix. Informationen. Das ist so, als wenn du auf einmal der andere Klingonisch redet. Sie redet gerade Klingonisch, merkst du was? Ich gehe wieder in den Keller. Ab in die Ecke gefunden. Bleib von daher noch so einen schönen Hut aufgesetzt und dann darfst du wieder. Pazifist, schönen guten Abend. Es ist immer wieder schön, in Star Citizen reinzuschauen, vor allem wenn man es selbst nicht spielen kann. Farbschatten, warum kannst du es selbst nicht spielen? Das läuft mittlerweile richtig geil, das Spiel. Es macht mordsmäßig Spaß. Und selbst Leute, die so eine miele Spülmaschine umgerüstet haben, wie Trucker Babe, kriegen das mittlerweile hin, dass sie das Spiel spielen können. Du spielst ja auf dem Display von deiner miele Spülmaschine, ne? Ja. Ah, genau, deswegen versteht man dich auch so schlecht. Sie muss immer, wenn sie redet, muss sie den Kopf in die Spülmaschine stecken. Deswegen hört sich das auch so blechern an, wenn sie redet. Muss sie an sein dafür, oder? Weiß ich nicht, können wir mal ausprobieren. Mal an. Natürlich ist hier alles an, sonst wird ja gar nicht blau. Ich bin ja froh, dass du nicht einen Miele Gasherd hast und da deinen Kopf reinsteckst, wenn du mit uns reden willst. Also sie ist jetzt nicht die schnellste, die Star Runner. Nein. Sie ist eher. Sie ist eigentlich eine Star-Bremse oder was weiß ich. Fliegt gleich vom Himmel, Martin. Eine Star-Break ist es. Eine Star-Break, genau. Oder eine Star Breaker. Nee, das ist eine Brecher. Break ist Bruch. Was war denn nochmal die Handbremse? Die Bremse auf Englisch. Ja, doch. Doch, die Break, ne? Eine Star Break, ja. Du immer mit deinen Sprechen, du bringst mich voll durcheinander. Ich bin so sicher eigentlich im Englisch, aber immer wenn du dabei bist. Was hab ich dir jetzt gerade gesagt? Du hast eine Star Break? Hä? Star Break? Ich hab nur Star Breaker gesagt. Okay, mehr habe ich nicht gesagt. You are not the yellow from the egg. For my English. Hä? Warte jetzt. Was hattest du in Englisch, als du von der Schule gegangen bist? Welche Schule? Ist doch scheißegal. Da, wo du als letztes Englisch hattest. Das war Berufsschule in dem Fall. Das war eine 1,5. Du hattest in der Berufsschule Englisch? Ja. Was hast du denn gelernt? Englischlehrer? Nein. ITler? Ach, stimmt, du hast ja so. Ja, genau. Ich hatte ja auch Englisch in der Berufsschule. Ich hatte Plattdeutsch in der Berufsschule. Redest du von deiner Berufsschule Anno dazumals oder der letzten jetzt? Ne, Bergmann. Ja, sag ich Anno dazumals. Anno dazumal Tuck. Genau. Damit wir wissen, was das Gezähl ist und die Fahrte und all der ganze Scheiß. Weil sonst hättest du die alten Bergleute ja nicht verstanden. Muss man da euch damals auch noch euren Dialekt da oben lernen?
Nee, da bist du ja mit groß geworden. Also, was die hier an Plattdeutsch alle gekürt haben, das habe ich alles schon verstanden. Opa und Oma haben nur Plattdeutsch gesprochen, mein Papa hin und wieder, vor allen Dingen, wenn Oma und Opa dabei waren. Aber es haben damals viele hier gesprochen und verstanden habe ich das. Das ist genauso wie mit Bayerisch. Wir haben ja als Kinder ständig in Bayern Urlaub machen müssen. Und für mich ist Bayerisch jetzt nicht so ein Dialekt, wo manche sagen, ich verstehe kein Wort, wenn die anfangen zu reden. Ich verstehe alles. Einfach, weil man damit groß geworden ist, ne? Also ich verstehe. Ich wollte von euch beiden, ihr kommt aus dem Schwabenländle. Ja. Marmeladenbrötchen, wie heißt das? Marmeladenwecken? Nee, für Marmelade habt ihr auch noch ein anderes Wort. Was? Tels. Und dann weiter? Wecken. Ja, jetzt als ganzes Wort. Wie heißt ein Marmeladen, ein Erdbeermarmeladenbrötchen bei euch? Ich weiß nicht, ob es für Erdbeer auch noch ein anderes Wort Doch, gibt. Es gibt noch, aber ich bin gerade überlegen, was es war. Ah, die jungen Leute können ihre eigene Heimatsprache nicht. Jetzt googeln sie. Okay, nee, Martin, dann sag mir, was Bootbirre sind. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass gestern die Fanta 4, die kommen ja auch aus dem Schwabenländle. Und die haben da mal so ein bisschen Schwäbisch geredet und haben dann gesagt, was das heißt. Und bei Erdbeermarmeladenbrötchen bin ich vom Hocker gefallen. Da habe ich nicht mal ansatzweise drüber nachgedacht, dass es was ist, was man essen kann. Was heißt das? Breschlinge-Gselz. Was? Breschlinge-Gselz. Bröschlinge. Bröschling-Excels. Ich werde. Nicht Excels. Excels. Jetzt sprecht doch mal ganz laut und deutlich. Alle in Deutschland wollen jetzt hören, wie ihr zum Erdbeermarmeladenbrötchen sagt. Echt abgehackt. Bröschlinge-Excels. Das ist doch nicht Deutsch, das ist nicht mal ein Dialekt, das ist eine andere Sprache. Sagt der, der die Tür losmacht. Ja, das versteht ihr wenigstens. Ihr wisst, dass irgendetwas irgendwie. Und das Wort Tür kennt ihr auch, aber. Dingsbums Excels? Wenn mir einer sagt, hast du mal so ein Excels, dann würde ich sagen, nee, aber ich habe Paracetamol. Hilft das auch? Keine Ahnung. Da würde ich nicht mal ansatzweise an Lebensmittel denken. Was ist das für eine Sprache? Ihr habt jetzt die Möglichkeit, eure Kultur und eure Sprache gut zu verkaufen. Nutzt sie. Musst du uns was fragen? Ja, wenn ich so einen Sachsen eine Kirsche, dann weiß ich, was der meint. Aber was war das gerade nochmal? Wie hast du das genannt? Was war das? Habt ihr, ist das auch wahr, dass ihr wirklich den ganzen Tag Spätzle esst? Was? Spätzle. Ich aber, nee, war mir nicht. Also ich zwar heute, aber nee. Der Henrik, der wird immer leiser. Du wirst immer leiser, werd doch mal lauter. Das stimmt. Hä? Wir machen dich jetzt lauter. Wir wollen jetzt alle. Ab heute darfst du im Stream nur noch Schwäbisch reden. Schwäbisch. Ab sofort heißt das Brechlingszelt. Brechlingszelt. Bei Erdbeermarmeladenbrötchen. Ja, Zeiger, du kommst auch aus. Hier Farbschatten. Der kommt offensichtlich auch da aus der Ecke. Gselz. Gselz. Ja. Aber da ist doch gar kein Salz drin. Ich weiß auch nicht, wie es zustande gekommen ist. Schwäbisch klingt sexy. Also ich habe ja auch schon mal den einen oder anderen Schwaben Schwäbisch reden hören. Dieser Martin, dieser Komiker früher mit dem breiten Mund, der hat auch immer geschwäbelt. Stimmt, ja. Ja. Und wenn man das so richtig schön in die Länge zieht, wie die das machen, könnte bei einer Frau schon eventuell sexy rüberkommen. Wenn die mir allerdings sagt, ich soll ihr ein Erdbeermarmeladenbrötchen aus der Küche holen, und was? Xels? Und was war das andere nochmal? Wieso nicht Erdbeere? Ich versteh's nicht. Martin. Ja. Was? Soll ich mich leiser machen, oder wie? Nee, alles gut. Honey Melanie, Brech, links, Zelt, wat? Ja. Zelt? Da ist irgendwas am Zelt rechts abgebrochen. Aber das ist doch kein Brötchen. Martin, ich habe dir einen Satz geschickt. Lies den mal vor. Okay. Wenn du es noch bloß hinkriegst. Oh Gott, okay. Dr. Papst Hotz Spätzle Steckt Spätzbelt. Also, der Doktor hat irgendwas mit Spätzle auf einem Brett bestellt. Übersetze es.
Martin, da ist kein Punkt bei dem DR. Ja, aber ich... Das heißt nicht Doktor. Was heißt das denn? Drrr? Drrr, Spätz, Brrr, Drrzen, Drrzen. Jetzt sind wir irgendwie der ohne SE. wir fangen im nächsten Stream mit Niederländisch an. Das geht gar nicht. Wieso krisselt's bei mir schon wieder hier? Das Herbstlob. Ja, der bringt mich so durcheinander, dass sogar mein Greenscreen am Verzweifeln ist hier. Jetzt bitte sag, was du da geschrieben hast. Übersetz es. Also ich meine, sprich es erstmal so aus, wie du es geschrieben hast und dann übersetz es. Der Papst hat Spätzle spät bestellt. Der Papst hat die Spätzle zu spät bestellt? Spätzle Besteck. Besteck. Wie, dafür gibt es extra ein Besteck für Spätzle? Nee, aber es ist einfach ein Zungenbrecher. Ach so, ja, das kann ich auch. Fischers Fritz fischt frische Fische, Fisch, Fischers Fritz. Kannst du das auch? Den habe ich noch nie hingekriegt. Gut, so viele Tage hat das ja, wie der Fuchs am Schwanz hat Haar. Ich bin da generell scheiße. Kann ich generell auch besoffen. Ich vergesse immer, wenn ich mit dem Fuchs immer die zweite Hälfte. Ja, und dann kommt da hinterher wieder was Komisches bei rum, ne? Ja. Wie war das nochmal? Hier ja, Konstanze, die ist wortgewandt. Die kann mit dem Mund die richtig tolle Sachen. Konstanze. So viele Tage hat das Jahr, wie der Fuchs hat Schwanz am Haar. So viele Tage hat das Jahr, wie der Fuchs hat Schwanz am Haar. Schwanz am Haar? Das hast du aber vorgesagt. Natürlich habe ich das. So viele Tage hat das Jahr, wie der Fuchs hat Schwanz am Haar. Ja, so viele Tage hat das Jahr, wie der Fuchs am Schwanz hat Haar. Mann! So viele Tage hat das Jahr, wie der Fuchs am Schwanz hat Haar. So, jetzt ihr. Erstmal schön falsch was sagen, ist immer gut. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Ja, da komme ich immer durcheinander bei dem. Ich habe das alles früher auswendig gelernt für den Fall, dass die Polizei mich mal anhält. Dafür drehen wir uns eigentlich hier gerade, Martin? Die haben jetzt neue Tests bei der Polizei. Dann würde ich trotzdem durchfallen. Aber ich freue mich schon auf den 1.4. Wen willst du verarschen? Ja, dann kommt endlich die Nordschleife aus der Corsa Competition. Nein, nein, dann kann ich endlich Samen kaufen und in Töpfe pflanzen. Aha. Orange Bud Inc. Ach so, die Samen meinst du, okay. Alter, ich muss niederländische Traditionen in Deutschland hochhalten. Martin, wieso entfernt sich das Ziel von uns? Wir fliegen Richtung Ziel. Ich weiß nicht, welches Ziel du verfolgst. Mein Ziel ist vor uns. Es ist gerade vor uns weggegangen. Ja, vielleicht musst du ja auf Klo und hat nicht so viel Zeit, was weiß ich. Oder wir sind zu langsam. Wir haben ihn sofort. Konstanze, so viel Tage hat das ja wie der Fuchs am Schwanzer Tal. Jetzt. Jetzt war's richtig. So viel Tage hat das ja wie der Fuchs am Schwanzer Tal. Ja. Wieder in einem Asteroidenfeld. Ja, so wie immer. Ink. Versuch uns diesmal nicht umzubringen. Ich hab niemanden umgebracht. Eben. Könnt ihr euch dran erinnern? Aber sollte uns aber jemand umbringen. Nö. Aber was? Nein, ich habe gesagt, evakuieren. Ich habe euch das Leben gerettet. Was ist los mit euch? Du meinst, nachdem du Kamikaze-Angriff gemacht hast und dann sagst du. Nein. Ich bin ausgewichen. Das könnt ihr euch morgen gerne im Video angucken. Ich bin ausgewichen. Der hat. Ihr kennt die NPCs doch hier. Das sind doch alles Japaner, die hier programmiert worden sind. Soll sich übrigens auch ändern mit der 323. Die rammt dich dann nicht mehr sofort, sondern erst später. Ist ja eigentlich noch irgendwo in diesem Schiff ein Sitzplatz frei? Ja, doch, in dieser Entspannecke. Genau, du kannst da, wo das Schachspiel steht, kannst du. Oder du gehst aufs Klo und schrubberst. Du schrubberst das Klo. Nein, er soll das Klo schrubbern. Wir haben einen jugendfreien Stream. Nee, Moment mal. Jugend darf zugucken, aber ich. Ja, ist auch egal. Wenigstens zwei Tangos. Also.
ist eine Vanguard. Ich sehe auch nur eins aktuell. Hendrik, kannst du drauf schießen oder nicht? Weiter, Tango. Hochgeht, dann kann ich schießen. Tango. Ziel, Tango. Martin, 10 Grad nach oben, bitte. Okay, ich nehme den rechten. Passt. Okay. Rakete, Martin, Rakete. Oh Gott. So wird es nichts. Was passiert hier gerade? Wir haben uns gedreht und ich werde schon wieder ausgenockt. Hendrik, von hinter uns hinter uns, geht zu dir runter. Ist rechts rausgezogen, ich komme nicht ran. Ich komme hier gerade gar nicht mehr hin. Martin, der kommt auf uns zu. Martin, der kommt auf uns zu. Ist eine Hope-Light. Zerstört. Eins zerstört. Uns, Martin, hinten über uns. Kommt rein. Ich tobe mich so hoch. Ich bin dran, alles gut. Hendrik, deine Seite wieder hinten. Oh, 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 oh. Der schießt mit Gatlings, Rumpf beschädigt. Sollen wir evakuieren? Nein. Hendrik, wieder, du bist dran. Ja, da ist schon ein anderer gerade noch gekommen. Ja, das war ein Frack, Hendrik. Wir haben. Nein, Martin, alles gut. Nein, alles gut. Er ist hinter uns, ich bin dran. Armin, dir zerstört. Nein, das ist noch hinter uns. Sehe ich nicht. Über uns, Martin, über uns. Hinter uns. Bitte so unter uns. Das ist noch mehr. Martin, kannst du die Nase ein bisschen nach oben ziehen, einmal? Gegner sind alle tot. Ein rotes Hallen. Oh. Armin zerstört, okay. Wir können. So, ja, es kann einer hinten aussteigen. Froggen steht eh grad. Froggen bergen. Ich steig auch wieder aus. Ja, dann Froggen. Gibt's eine Beschädigung? Achso, ja. Ich hab mein Headboard-Dings hochgeklappt. Du hast dein Ding hochgeklappt? Ja. Ich muss meins immer runterklappen. Okay. Was hast du vor, Martin? Ich kann das nicht haben, wenn er die ganze Zeit hoch ist. So. Will ich fragen? Du bist eigentlich der Marker? Nach 54 Meter. Wo soll ich das Raumschiff hinbewegen? Gar nicht? Was? Einfach stehen bleiben. Gut. Horst erbeben und der Babben will dei alte nimmer bobben, Rängisch for Runaways. Okay. Dann habe ich verstanden mit der alten, die nicht mehr bobben will. Ja, ist mir mit Haar. Fragen, genau. Machst du gerade einen Schlüpperklemmer? Fragen die im Chat? Nein. Aber du hast ihn doch hochgeklappt. Mein Headset. Das ist Hannes mit dem Schlüpperklemmer. Hannes, erklär uns doch mal den Schlüpperklemmer, bitte. Jetzt, wo Trucker Babe da ist, finde ich die Erklärung ganz besonders interessant. Was war nochmal ein Schlüpperklemmer? Also ich weiß zwar nicht, wie du damals auf das Wort gekommen bist, aber es geht einfach nur darum, wenn du warte mal, das Schiff und komm, das versuche es so zu beschreiben, dass auch Kinder immer noch zugucken dürfen, bitte. Es ist, wenn morgens ein Körperteil von dir etwas freudiger unterwegs ist. Eher wach ist als du. Ja, genau. Schon steht und Frühsport macht. Irgendwie sowas, genau. Und wenn du es dann halt einfach, damit es nicht zu arg sichtbar sein soll, dann einfach wegklemmst zwischen Unterhosenbund und... Also der berühmte Schlüpperklemmer. Soll ich dir mal was Schönes verraten? Nee. Mit 50 hast du das nicht mehr. Da sagt er nur noch, Alter, ab auf Klo, ich will nicht mehr. Dreimal in der Nacht. Das ist blöd.
Nö, da gewöhnst du dich irgendwann dran. Ich war schon am Überlegen, ob ich mir ein Kopfkissen aufs Klo springe und direkt da schlafe. Aber dann hat mein Pfleger gesagt, nein, die Tena Man, die hält das aus. Du kannst einfach laufen lassen. Du brauchst nicht laufen lassen. Wie ist das bei dir, Konstanze? Hast du das auch so was, Schlupperklemmer-Probleme? Nein. Alle wieder an Bord, oder was? Ja, du kannst. Du hast keine Schlupperklemmer-Probleme? Sind das die Wechseljahre, oder woran liegt das? Nein, ich schlafe einfach durch. Ich lege mich ins Bett und mache die Augen zu. Warst du nicht die, die morgens um 4 Uhr schon wieder wach war? Um 5. Siehst du? Ich schlafe einfach durch bis 5. Wo müssen wir das Ding jetzt abliefern hier? Die sind ja, 50 Millionen Kilometer vor uns. Das sind ja alle Weltreisen hier. Was soll das denn? Bei Arkorp, oder? Oh Gott. Bei Arkorp? Nee. Helft mir mal eben schnell. Ich finde das zu schnell nicht. Nee, ist auch nicht. 50 Millionen. Doch, bei Arkorp. Ark L2. Doch, Ark L2, genau. Das ist doch hinter Arkorp. Ja. Zum Glück haben wir das schnellste Schiff hier im ganzen Spiel. Ganz Universum. Genau. Ganzen Galaxie. Die Star Runner. Ich würde ja vorschlagen, dass sie die umbenennen in Star Schleicher, aber wir kriegen das hin. Hat jemand eigentlich was zum Trinken dabei? Vor allem Star Schleicher. Was du hast, ich hab was. Schön in Englisch, Martin. Ja, dann nennen wir sie eben The Star Sleeper. Star Schleifer? Ja. Die ist am Pennen, so langsam wie die unterwegs ist. Alarm, Kollisionsgefahr. Wir sind im Quantum Drive. Mit was will ich denn jetzt zusammenstoßen? Alarm! Martin, ich hätte aber noch was Einfaches auf Schwäbisch. Echt? Dann machen wir. Enter Hermanns Hanneshaus, hanget 100 Hammer draus. Was ist mit Hannes sein Haus? Irgendwer hat da seinen Hammer. Ihr seid mir alle hier so Hämmerchen. Gut, dass es nicht um Hammer geht. Trucker Babe, keine Knöpfe drücken. Warte, ich glaube, du musst die Handschellen auspacken. Trucker Babe, komm mal mit. Ich zeig dir mal, wo dein Platz ist. Komm mal her. Komm mal her. Komm her. Baby, komm. Ich zeig dir. So, komm hier. Da. Martin, machst du dir ein Schachbrett drück? Ja, so, Babe. Hier, Babe, komm her. Da. Da, nackig machen, hinlegen. Ich zeig dir nachher, wenn wir hier fertig sind, wo die Küche ist. So. Boah, was sind wir frauenfeindlich. Finde ich voll geil. Wieso habt ihr überall hier nur Puffbeleuchtung? Er macht doch mal richtiges Licht an. Die Frau fühlt sich doch unwohl hier bei uns. Wer fliegt überhaupt das Raumschiff? Normales Licht. Du, Martin, du musst die Lichter anmachen. Moment mal, ich muss. Wow, wer ist denn da gerade durch die Tür gerannt? Nicht ich. Babe, bist du jetzt im Bett? Nein, ich stehe hinter dir. Warum bist du. Nein, du stehst nicht hinter mir. Du musst. Hier, Bett. Du, Bett. Du, Frau, du, Bett. Oder Küche, kannst du dir überlegen. Haben wir eine Küche? Brauchen wir als nächstes ein Raumschiff mit einer Küche. Guck mal, wie selbstständig hier die durchs Raumschiff rennt. Jetzt drückt die gleich bestimmt wieder irgendeinen Knopf. Selbstzerstörung eingeleitet. Ja. Ja. Trucker Bear, Babe is Angry Bird. Trucker Bear. Sind wir echt immer noch 35 Kilometer weg? Millionen Kilometer weg. Das wäre ja noch nah. 35 Kilometer, ja. Das wäre nah. Wir schaffen das. Und wenn wir dann immer noch springen, würde ich mir Sorgen machen. Oh, nö, ich kann doch mal. Schachfigur verloren. Oh, jetzt funktioniert der Geheimgang nicht mehr. Oh. Ey, wenn wir jetzt demnächst wieder War Thunder zeigen, sollen wir den Trucker Babe dann mitnehmen? Das war eh der Plan. Echt jetzt? Hast du doch gesagt. Meinst du, die kriegt das hin? Nicht. Meinst du, du kriegst sie da hin? Nö. Ich will aber auch nicht. Ich mach das nur an und dann gucken ein paar Leute zu und dann sage ich wieder, wie scheiße alles ist und dann freuen sich alle wieder. Ja. Ja.
Es gab sowieso schon lange kein Computerspiel mehr, wo ich mit zufrieden war. Das ist komisch. Das hat er nicht. Neun Millimeter sind die Lösung. Das musst du dir durch den Kopf gehen lassen. Oh, was ist hier los? Habe ich was verpasst? Oder ein Schlüpperklemmer. Ehrlich gesagt, der einzige deutsche Mundart, die ich nicht mag, ist Sächsisch. Ja, die mag ich auch nicht. Auch nichts gegen die Sachsen. Ja, vielleicht sind es die falschen Sachsen, die ich Sächsisch haben reden hören. Maschendrahl. Ich habe kein Problem mit. Nee, ich ist überhaupt nicht mein Dialekt. Komme ich überhaupt nicht drauf klar. Ich auch nicht. Always ist die Lösung, ja. Wieso ihr, Punkt, Punkt, du? Lennart, was meinst du? Du bist doch nicht der Lennart von meinem Sohn Noah, oder? Warum geht jetzt die hintere Luke auf? Luke? Weil Hanuta da auf dem Armaturenbrett sitzt. Okay. War bezogen auf dreimal nachts aufstehen. Ach so, ja, manchmal fällt es mir schwer, mich daran zu erinnern, was ich gerade eben noch erzählt habe. Das tut mir leid. Das nennt man, glaube ich, das nennt man senil, ne? Ist mir auch egal. Dement. Ich finde das toll, wenn ich endlich dement werden würde. Dann würde ich mich nicht mehr über das aufregen, was so alle in meinem Leben schief läuft, weil ich es direkt wieder vergesse. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Demenz irgendwo auch so ein bisschen gut ist. So kommt einer um die Ecke, sagt zu dir Arschloch und zwei Sekunden später sagst du, hi, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen. Und freust dich, weil du das irgendwie nicht mehr so hintereinander kriegst. Martin, kannst du aber bitte aufstehen? Ich klemme hier zwischen dir und der Mittelkonsole fest. Wie bist denn du da hingekommen? Kannst du mir das mal sagen? Hat irgendeiner gesagt, du sollst da hinkommen? Nee. Wer hat eigentlich gesagt, wir sollen dieses wahnsinnig schnelle Raumschiff nehmen? Wessen Idee war das? Der festklemmt. Das war deine Idee. Nee, das war die Idee vom Schlüpperklemmer. Okay. Was? Froggen? Froggen. Nein, nee, Froggen ist kein Schlüpperklemmer. Hat er doch gerade gemacht, hast du gesagt, hä? Wieso ist Babe denn jetzt schon wieder weg? Ich dachte, du stehst auf. Ja, aber da musst du doch nicht auch aufstehen, du bist doch nicht mein Hund. Weg mit dir, Tiger. Ich kann ja nichts machen, außer gucken. Gut ausschauen, das ist die Aufgabe einer Frau. Und danach die Küche sauber machen. Heute wollte ich so hübsch sein. Haben wir irgendwo einen Schminkspiegel? Du trägst einen Helm. Kannst du mir mal verraten, wie du hübsch sein möchtest? Da drunter. Ach so. Wusstest du, dass unter den Klamotten, die ich gerade trage, dass ich da nackt bin? Ist der Hammer, ne? Ja. Nicht wundern bei dir. Ja, es ist bei dir genauso, Hannes. Und sogar bei Frong. Du hast ein was? Anders Jude an, du doch auch. Wenn du unter dem, was du gerade anhast, bist du nackt. Oder nicht? Das versteht er nicht. Nee, das versteht er nicht. Da ist jetzt... Das sind zu viele Einsen und Nullen. Das kriegt der Prozessor nicht mehr hin. Muss Daten auslagern. Müssen später verarbeitet werden. 30K. Er hat halt noch eine CPU von der ersten Generation. Er hat noch so einen 486 DX66. Ach, das kennt nicht mal ihr, ne? Ja. Nee. Das hört sich so alt an, dass es keiner kennt, außer du. Er hat einen Amiga 500 Plus. Warum nicht Minus? Gab es nicht. Es gab ein Amiga 500 und es gab ein Amiga 500 Plus. Also es gab nie ein Amiga 500 Minus. Gut möglich, aber ich dazu bei Hannes würden Minus passen. Wer von euch da draußen, von den lieben Zuschauern, kennt noch den 486 DX66? Es gab auch einen 386 DX40, 66 gab es glaube ich nicht. Ein 486er hat man irgendwann bis auf DX100 gepimpt und danach kam der erste Pentium, ne? Ja, so war das. Bin ich mal gespannt, wer von den Zuschauern den guten alten 486 DX66 noch kennt. Es war mein zweiter Computer, mein zweiter richtiger Computer. Der erste war ein 386 DX40. Davor gab es einen Amiga 500 Plus, davor ein C16
Und dann DX 386 DX 40, 486 DX 60, dann 486 DX 100, dann der erste Pentium. Ja, so war das. 486 war mein erster. Farbschachteln, Peace. Geil. Peace. Mein erster war ein 386 DX 40, Lennart. Sehr cool, dann bist du nicht der Lennart von meinem Sohn. Das war auch mein erster Personal Computer. Das waren die Anfangszeiten der Computer, die wir heute haben. 386 DX40 von IBM als erstes auf den Markt gebracht. Davor gab es ja diese ganzen Home-Systeme. Da gab es ja den Commodore, ganzen Quatsch. Von Schneider gab es die ganzen Computer. Genau, und dann fing das irgendwann an mit dem 386 DX40. Die konntest du auch die Teile austauschen, so wie wir das heute regelmäßig machen. Dann kam die 486er-Reihe. Erst bis DX66, die waren schon schweineteuer. Und dann DX100. Und dann kam tatsächlich schon der erste Pentium. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Meine Tochter war gerade geboren. Ne? 97 oder sowas muss der erste Pentium rausgekommen sein. Von AMD hat noch keiner geredet. Die gab es wahrscheinlich schon, aber irgendwie hat es keinen interessiert. IBM war damals der Standard bei Computern. Und dann war die Top-Marke nach IBM. IBM hat dann ja irgendwann den Anschluss verloren, was den Personalcomputer-Bereich angeht. War, oh, wie hießen die? Auch eine amerikanische Firma. Die bauen immer noch Computer, aber jetzt mehr Server und solche Sachen. Wie heißen sie denn? Nennt mir mal ein paar amerikanische Computerhersteller. IBM? Nee, IBM ja, nicht, Dell nicht, HP nicht. Weiter. Mittlerweile eher Serverstrukturen und solche Sachen. Texas Instruments. Dell, doch, es war doch Dell. Dell, doch, Dell. Dell war schweineteuer. Ist immer noch schweineteuer. Ja, damals waren die, also ich habe mir mal ein Dell Notebook gegönnt. Das war ein gutes Notebook. Das hat auch sehr, sehr lange gehalten. Das war richtig heftig teuer. Das machen sie auch immer noch, ein Desktop-Rechner. Ja, machen die, aber ich würde mal sagen, die sind jetzt nicht mehr Oberliga. Also was Personal Computer angeht, also Privatcomputer. Die sind aber schon auch ganz gut eigentlich. Also so ist doch, ja nicht. So Firmenrechner und so sind die schon auch gut. Firmenrechner, ja, Serverstrukturen und sowas. Da ist Dell ganz weit vorne. Ja, aber Privat-Laptops und so. Kennst du da noch jemanden, der sowas kauft? Hast du einen, Hannes, oder was? Ich habe einen, ja. Ein XPS 17. Ich weiß, dass ich irgendwann mal hier nochmal einen Dell-Rechner hatte, einen Gehäuserechner, und den konntest du nicht aufrüsten, weil alles, was die da eingebaut hatten, wieder irgendwie sonderbar war. Aber was Nvidia jetzt gerade durch die Decke geht, das ist ja der Knaller, ne? Was meinst du jetzt gerade? Ja, mit ihren CPUs für KI. Achso, ja. Habe ich gar nichts mitbekommen. Ihre Aktie, die explodiert. Mehrere 100% Gewinn haben die gemacht, weil die einen Prozessor rausgehauen haben, der ideal für KI-Technologien ist. Geht voll durch die Decke. Der ist aber auch krass, der Prozessor. Die haben die gestern im Fernsehen bei Galileo, gucke ich ja hin und wieder, haben sie einen Roboter gezeigt von irgendeiner Firma mit menschenähnlichen Zügen, also Arme, Beine, kann laufen, all diese ganzen Sachen. Und da ist einer von diesen Nvidia-Prozessoren drin und der arbeitet in Kombination mit JetGPT. Und das heißt, du musst diesen Roboter nicht mehr programmieren, sondern der lernt. Und der kann jetzt schon mehr als alle bisher entwickelten Roboter. Nur dadurch, dass diese Kombination aus ChatGPT und den neuen Nvidia-Prozessoren da so wunderbar drin arbeitet, macht mir auch so ein bisschen Angst, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Stellt euch mal vor, wenn irgendwann wirklich die Maschinen hier sagen, was Sache ist. Wird wahrscheinlich einiges besser laufen. Ja, oder auch nicht. Weil die ganz schnell merken, dass wir ein Problem sind. Besser als jetzt, würde ich schon sagen. Terminator? Hä? Hat's keiner von euch geguckt? Die Sache ist, die Menschen haben sich gewehrt. Was ist, wenn sie sich einfach untergeordnet hätten? Hä? Und was ist, wenn sie recht hatten, Martin? Was sie sehr wahrscheinlich haben. Ja, dass wir Menschen nicht
lebensfähig sind. Das Beste für diese Welt sind, das wissen wir alle, aber ja, eben. Ich möchte jetzt ungern einer Maschine die Möglichkeit geben zu entscheiden, ob ich mich einätschern lassen soll oder nicht. Ja, aber im Twitch-Chat oder wer auch immer das da geschrieben hat, dem vertraust du, oder was? Nein, nein, auch nicht. Wo ist denn hier der Eingang? Wo ach, da. Da ist der Parkplatz. Hat hier jemand Bodennebel angemacht im Lagerraum hinten? Der ist immer. Das ist, wenn ich bremse, dann. Das war vorher aber nicht so. Nee, Martin, das ist die Serverkühlung eigentlich. Hat irgendwer die Server angemacht? Also den Strom hier gegeben. Jetzt ist wieder weg. So, wir sind gelandet. Was? Warum wollen wir das Schiff wechseln? So langsam. Wofür? Ach Quatsch, wir haben nur noch einen Auftrag und wir haben noch eine Stunde Streamzeit. Das kriegen wir hin. Ding? Morgen willst du eigentlich nicht mehr rauskommen, oder? Ich bin doch schon draußen. Richtig, oh, eine echte KI würde erkennen, dass die Menschen das Problem sind, aber so weit sind wir noch lange nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also so schnell, wie im Moment sich die KI entwickelt, könnte ich mir vorstellen, dass irgendwann demnächst eine KI sagt, ey, ihr seid das Problem. Das gibt's doch bestimmt schon. Alles klar, jetzt fahren Tiger und folgen mal wieder alleine weg. Wir können eigentlich an Bord bleiben, oder? Wir nicht, machen wir ja auch. Guck mal, wie schön ich in der Mitte gelandet habe. Das ist ja ganz wunderbar, hat das funktioniert. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, ob unser Rumpf Schaden bekommen hat. Nein, oder? Nein, du nein. Atmen damit, ne? Bei ja, uns? Wir sind schon ein paar Mal mit KI getroffen worden, Martin. Wissen du? Papa hat alles im Griff. Ja. Komm rein, Flop. Ich bin schon im Fahrstuhl. So. Was hat ihr gerade gehupt? Ich lasse uns voll tanken. Das ist jedes Mal, wenn du dich voll tanken lässt, dann hupt es. Dieses ja. Das bei mir ist es auch jedes Mal. Habe ich eigentlich auch nicht. Rocker Babe, hier gibt's einen Klamottenladen. Oh! Nein! Mitgenommen! Martin, abheben. Babe bei Fuß. Das ist mein Geld. Babe, bei Fuß. Wir haben noch Martin, keine Priority. Martin, die kommt mir näher, die haut gerade ab. Ach, er muss erst abgeben. Hast du schon abgegeben, Tiger? Nee, ne? Macht Froggen. Echt? Warum Froggen? Wir wollen doch das... Oh Gott, wir können es nochmal machen. Der wird kurz vorher stolpern, dann fällt das Ding durch die Grafik, dann hat der einen Disconnect und dann... Oh Mann, doch, wieso? 45 Millionen Kilometer fliegen. Warum machen wir das? Weil du durch die Gegend schleichen willst. Genau. Hat er doch geschafft. Ja, dann teilen wir die nächste Mission. 2166, alles klar. Dell hat stark abgebaut. Notebooks sind nicht mehr so gut, machen jetzt mehr in Server. Genau, Lennart, das habe ich auch so ein bisschen in Erinnerung. Also ich bin ganz echt, die neueste Dell-Generation ist eigentlich echt bigger. Die Laptops sind gut. Ja. Ich bin da nicht mehr so im Thema drin. Ich baue ja nur noch meine Computer selbst zusammen. Ich hatte mal ein Dell Notebook, das war wirklich gut, auch von der Verarbeitung her qualitativ war das ein richtig, richtig gutes Notebook. Konnte man damals individuell konfiguriert bei Dell bestellen, ist damit UPS geliefert worden. Dann hatte ich ein einziges Mal irgendeinen kleinen Defekt, da haben die das direkt mit UPS abgeholt und drei Tage später war es heile wieder zu Hause, das war alles top. Also ich kann mich nicht über Dell beschweren, aber in den letzten Jahren, ich weiß es nicht mehr so. Wie sind die von der Qualität her? Hast du da immer noch vernünftig gebaute Computer? Ist das eher Billigschrott? Nee, die sind richtig gut verarbeitet. Also meins zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Modellen ist. Der hat da gerade mit Silvesterraketen in meinem Cockpit rumgeschossen. Was? Ich hab eine Frucht verloren. Und die ist explodiert an meiner Windschutzscheibe? So ungefähr, ja. Vor allem, die ist weggebounced, ne, Martin? Also ist denn diese Frau, die macht mich kirre. Ich wollte was essen.
Hallo, weiß warum einer, von euch einer, ob das Conny-Merlin-Undock-Problem noch weiterhin besteht? Also ist uns jetzt in der letzten Zeit nicht mehr aufgefallen. Wir hatten letztens noch einmal eine Conny... Was? Hat der Tiger davor gemeint, dass wir nicht mehr andocken können dann? Das ist doch, glaube ich, immer noch so. Das habe ich noch nie geschafft, wieder andocken. Haben wir gerade eine Conny hier, ne? Wir waren vorher in einer. Wir können es nachher mal einmal testen. Wenn wir mit der nächsten Mission durch sind, können wir es einmal testen. Morgen gehen wir wieder zurück an Bord. Aber ganz kurz, Trucker Babe, wenn du eine Frucht essen willst, dann würde ich sie nicht gegen die Wand klatschen. Ich habe mir die da hingelegt, dass ich sie dann wieder aufheben kann. Aber Martin, wer hier Hangar seid ihr? Ich habe es mir nicht gemerkt. Steht vorne rechts, Martin. Kann ich nicht sehen von hier aus dem Cockpit. Da muss eben einer aussteigen. Es hängt gerade so noch in dein Sichtfeld rein. Rechts oben von deinem rechten Display, Martin. Ne? Ganz leuchtet es ganz leicht. Nö, ich sehe nichts. 05? Ja. Das ist komisch, wenn du deinen Kopf bewegst, dann ist die Schrift weg. Aber wenn du geradeaus guckst, steht es wieder dran. Ich kann es nicht sehen hier auf meinem Monitor, wo ich bin. Ist es 05? Ja. What? Martin hat gerade die Triebwerke wirklich angezündet, so wie sie es angehört hat. Ja. Ich fliege mit Gas, das ist günstiger. Aber nicht aus Russland importiert, oder? Nee, wir haben hier schönes Fracking-Gas aus Amerika. Ganz toll. Wir können übrigens, Martin. Du musst doch aufmachen. Soll ich die Mission nochmal teilen, oder? Ja, bitte. Martin, du musst noch aufmachen hinten. Was willst du teilen? Die Mission? Ich dachte, ich bin der Teiler. Weil ich dachte, während du redest, nehme ich schon mal an und teil's. Martin hat man schon geteilt. Das war ich. Warum habt ihr hinten die Tür wieder nicht zugemacht? Was ist denn los bei euch? Braucht ihr alle einen Haken im Arsch? Doch, die ist doch zu. Nein, die ist nicht zu. Jetzt ist sie. Ich hab gesehen, ist doch zu. Wie sie zugemacht hat. Die ist zu. Hä? Martin, was hast du für eine Taste gedrückt? Hast du dir eine angelegt mittlerweile, die alle Tore aufmacht? Oder ihr seid wie meine Kids, ich bin mehrfacher Vater. Ich könnt ihr so viel reden, wie ihr wollt. Wenn einer Scheiße gebaut hat, komme ich trotzdem dahinter. Ich kann es nur nochmal sagen, ich habe Froggen gesehen, wie er das Ding zugemacht hat. Wahrscheinlich hat er sie wieder aufgemacht. Ihr kennt doch alle Froggen. Soll ich mal gleich mit einer Überraschung ins Kopf? Nein, keine Handgranaten. Machen wir heute nicht. Da kriegst du deine Frucht ab, Martin. Gibt's nicht. So, wo müssen wir jetzt hin? Helft mir. Da. Geradeaus, Martin. Das ist, warte. Geradeaus und dann rechts. Hörsten, Magda. Hörsten, ja. Genau. Oh, da können wir Malbro besuchen gehen. Stimmt, der ist ja immer noch im Knast. Können wir nicht ausbrechen, dann können wir ihn abholen. Unser mehrstündiger Knacki. Der Dauerknacki. Ich verstehe gar nicht, warum der sowas macht. Der kann ja nicht auf Security schießen und sich dann hinterher beschweren, dass er 12 Stunden in den Knast kommt. Jetzt weiß ich, warum Malbu da die ganze Zeit im Knast ist. Der hat sich da eine Wohnung gekauft da drin, weil es billig war. Genau, das könnte ich mir auch vorstellen. Malbu, was sagst du dazu? Das spare ich mir zumindest das feucht durchwischen. Wie viele Steine hast du denn jetzt schon gemeinert? Oh, ich glaube 2-3 Rucksäcke voll. Und wie viele Stunden hat man dir erlassen? Null. Die Hälfte. Ha, die Hälfte! Alter, gib mal Gas, wir wollen gerne mit dir zusammen spielen. Ich mach nichts anderes. Echt, muss man mittlerweile so viele Steine sammeln, damit man wieder aus dem Knast rauskommt? Das Wenige war ja nicht geplant, Martin. Das war ja eigentlich bloß, damit du relativ schnell wieder rauskommst. Ich hätte ja das ausbrechen probiert. Damit so läuft wie Legends, wir mit dem anderen Typ? Ja.
Achso, damit du beim Ausbrechen abschießen kannst. Wir hätten Kopfgeld auf Marlboro angenommen und hätten uns gefreut. Steht im Hangar nicht irgendwo eine Zahl? Ja, aber die konnte man eben aus dem Cockpit sehr schlecht beziehungsweise gar nicht erkennen, Melanie. Ansonsten steht tatsächlich da, in welchem Hangar man ist. Das sind alles so Dinge, die werden garantiert in Zukunft noch überarbeitet. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass man das in Zukunft deutlich besser erkennen kann. Ich hoffe, bei dem personalisierten Hangar steht es nicht nur klein als kleines Schild dran, sondern fett an der Wand draufgemalt oder sowas. Aber ja, hauptsächlich das Problem beim Abdocken geht gar nichts, egal was ich mache. Also, ich habe jetzt letztens, ich habe die Phoenix, wie heißt das Partyschiff? Ja. Die Phoenix ist er, ne? Ja. Da habe ich das nur ausprobiert, da konnte ich mich ohne Probleme aus der Phoenix mit dem kleinen Snapfighter raus katapultieren. Wir können es gleich wirklich zum Ende vom Stream einmal überprüfen. Gucken wir einfach mal. Abdocken habe ich bisher auch immer geschafft, aber das Andocken ging bei mir noch nie. Ja, es ist ein bisschen tricky, aber es geht eigentlich. Also, das ist ja noch gar nicht so lange her. Wann haben wir denn das letzte Mal das Partyschiff benutzt? Das ist 3-4 Wochen her oder so, ne? Ein Monat hätte ich jetzt gesagt, sowas, ja. Da hat das funktioniert. Wir checken das gleich mal. Wenn du ansonsten Probleme mit dem Spiel hast, also wie gesagt, wir checken das gleich erstmal. Aber wenn du Probleme mit dem Spiel hast, hilft es oft, den User-Ordner zu löschen und das Spiel generell einmal zu reparieren. Oft sind viele belanglose Probleme, die man hat, dann auf einmal nicht mehr vorhanden. Martin, was mir gerade einfällt, ja? Das mit dem Andocken hat bei uns aber auch nicht funktioniert. Wir haben es ja ewig lang versucht und dann haben wir das Ding dann da gelassen irgendwann. Das kann sein, dass das nicht funktioniert. Aber er sagt ja, er kommt nicht mal mit dem Schiff drunter. Ja, gut, das weg hat funktioniert. Wir stellen mal die Frage anders, Enjoy Life 55. Was für eine Conny hast du? Solange es keine Taurus ist, die ohne was mitkommt. Eben, also okay. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es die Taurus und bei der Taurus hast du trotzdem hinten irgendwie das Schiff drin kleben, ne? Nee. Oder haben die es mittlerweile geändert? Ist doch wegen dem größeren Lagerplatz ist es dann weg hinten. Ich weiß, dass früher in der Taurus hinten der Snapfighter angezeigt wurde, du konntest ihn halt nur nicht benutzen. Andromeda hat er gemeint, geht's nicht. Andromeda? Nee, da müsste es eigentlich funktionieren. Hendrik, das ist Abdocken funktioniert. Wir schmeißen dich nachher mal raus. Hendrik, du hast eine Andromeda, ne? Ja, habe ich, ja. Wo ist die jetzt gleich? Da, wo wir die erste Mission abgegeben haben. Das müsste ARC L1, glaube ich, gewesen sein. Dann fliegen wir da gleich wieder hin zurück. Oh Gott. Oder ich claim sie halt. Aber ja nichts drin. Nee, das dauert zu lange. 15 Minuten wenigstens. Da habe ich keine Zeit für. Maximal 5 Minuten, denke ich, geht es. Ja, mit Bezahlen geht's schon. Ja, wieder. Ich bezahle das immer, das kostet nicht viel. Das wird sich in Zukunft alles ändern. Ja. Auch das Tanken klar, wird schweineteuer werden. Ja, klar, aber noch ist billig. Noch ist billig. Kann man es ja auch noch machen. Es wird dieses Jahr auch noch das Versicherungsgameplay kommen. Da weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Das werden wir sehen, wenn es da ist. Wenn die hinterher sagen, ein Jahr im Spiel dauert 3 Tage und nach 10, nach einem Monat sind deine 10 Jahre rum und da musst du selbst versichern, dann werde ich die nach dem Verstand fragen, wofür ich so viel Geld für diese ganzen Sachen ausgegeben habe. Also die brauchen mir da nicht mit irgendeinem Schwachsinn kommen. Das muss in einem vernünftigen, gesunden Verhältnis zueinander stehen. Ansonsten Randale. Also ich hätte so gedacht, dass es halt nach den richtigen Jahren geht. Nee, das ist ja auch Quatsch. Das wäre ein bisschen ordentlich heftig. Ja. Aber wenn du auf einem Schiff 10 Jahre Versicherung hast, nehmen wir so als Beispiel, ist ja schon eine gute Versicherung, ja, dann möchte ich Minimum davon ein Jahr profitieren im Spiel. Minimum. Naja, das ist aber wirklich das Minimum, ja. Ja. Alles andere wäre nicht ertragbar, also ganz ehrlich. Das Gleiche ist ja, was wir letztens schon mal als Beispiel hatten. Ich spiele hier einmal Schrottfliegen von A nach B und verdiene da mal eben 2,5 Millionen und hole mir dann eine Ares Inferno oder so einen Scheiß, für die ich im Shop 250 Euro bezahle. Also in Zukunft erwarte ich, wenn das Spiel da mal fertig ist, dass die Leute, wenn die sich die Schiffe in-game kaufen, dafür auch eine ganze Zeit lang ackern müssen. Weil ansonsten ist dieses im Shop kaufen für dieses Schweinevieh Geld, das geht gar nicht.
Martin, das wird zu 100% kommen, weil das haben sie jetzt ja gemacht, damit du es überhaupt ausprobieren kannst. Ich verstehe es, nur es muss halt wirklich, es muss Sinn machen. Also hier haben Leute teilweise mehrere zigtausende von Euros drin stecken und wenn alle anderen Spieler, und ihr wisst, was passiert, wenn das Spiel released wird, dann kommt der ganze Mainstream hier rüber, diese ganzen Leute, die wir eigentlich gar nicht im Spiel haben wollen. 9 Uhr, Martin? Ich bin schon auf unserem Ziel. Erika, du ein Planet an. Nee, es passt alles. Wenn wir also diese ganzen Frischlinge haben, wenn das Spiel released worden ist, die 50 Euro investieren und nach 3 Tagen alle, was weiß ich, mit einer Carrick durch die Gegend fliegen, ja, dann kriege ich dicke Backen. Dann kriege ich richtig dicke Backen. Und am besten noch eine R2. Ja, das geht gar nicht. Brauchst dich nicht bedanken, Enjoy. Wir gucken gleich, ob wir das irgendwie simulieren können. Ich hoffe, wir haben dann noch mehr als genügend Zeit, um das auszuprobieren. Und ansonsten, du kannst gerne unserem Discord-Server beitreten. Da steht man auch jederzeit bei Fragen rund um die Uhr 24/7 zur Verfügung. Also nicht ich. Kein Service. Aber irgendjemand, so Metal Melanie zum Beispiel. Kann das sein, dass wir wieder in so einen Meteoriten fallen? Ja, müssen? Natürlich. Also Meteoriten sind es nicht, weil die fallen noch auf keinen Planeten runter, Hendrik. It is not very easy to fly in the stones. Im Stein, okay? Ja, so fühlt sich das zumindest an. Chill töten. Nee, nicht Gruppenmitglied. Ich will nicht zum Gruppenmitglied. Ich will hier zum Ziel töten. Warte mal, wenn du zu einem Gruppenmitglied, die alle an Bord sind, springen willst, was passiert dann mit dem Schiff? Ich frage mich das gerade auch. Stülpt das Ding einmal komplett auf die linke Seite oder was passiert dann? Es implodiert. Don't ask also, me, I don't know the answer. Warum nicht? I don't can't. Wo? Ich kann das Ziel nicht da. Ach, da ist das Ziel, das ich töten soll. Was hast du gerade? I don't can't? I don't can. Okay. Ja, sonst die 160 Kilometer kann man sonst auch bei Vollgas geben, oder? Oh, das dauert aber auch ein gutes Stück. Ich weiß nicht, wie schnell. Konstanze? Das Moped hier ja. Hast du gerade gelacht? Nein. Ich habe schneller geatmet. Wie beim Sex oder wie? Nein. Anders geatmet als wie beim Sex. Ja. Also als wenn er sich gerade auszieht. Das habe ich nicht verdient. Ich muss hier weg. Tja, dann machen wir es eben so. Manuell. 150 Kilometer fliegen. Leckt mich doch mal. Schön früh bremsen, Martin. Ne? Weil das das Asteroidenfeld fängt früher an, als die Zahl sagt. Oh Gott, mir wird schwarz. Ich baller da. Du wirst ohnmächtig. Lass mich raten, weil du meine Stimme hörst. Ja. Du hast beschleunigt. Felicita. La 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 Felicita. Weil Martin kippt ja selber schon fast aus dem Latschen. Wollte gerade sagen. Wieso klipp ich aus dem Latschen? Dein Bildschirm ist auch gerade fast komplett schwarz gewesen. Ich habe im Hubschrauber mal 10G ausgehalten. Für ganze 12 Sekunden. Nichts haut mich aus den Latschen. Das mache ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Ach, hör auf. Was hast du denn gemacht, dass du im Hubschrauber du Lüger. Musstest? Ein Looping. Ach, da wirken 10G schon. Ja, wenn du den unten abfängst, im tiefsten Punkt, dann hast du 10G im Arsch. Okay, na gut. Hab ich danach nie wieder gemacht. Ich war nämlich 2 Zentimeter kürzer, als ich ausgestiegen bin. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar blaue Flecken. Es tat alles weh. Es war nichts, was noch in irgendeiner Art und Weise sich angefühlt hat, als wenn es da ist, wo es hingehört. Auf welcher Höhe hast du das denn gemacht? Das war bei der Flugshow in Berlin. Wann war das? Gestern. 2016, glaube ich, ne? Wieso hast du ein Looping gemacht? Weil ich das sollte, 1200 Meter. Ich war nur ein bisschen zu schnell. Ich bin mit 320 km/h in das Ding reingegangen.
Ich dachte mir, das Ganze wegatmen. Ich war ja noch jung. Ich habe das weggeatmet. Ich bin nicht. Ja, ich sehe es. Ich bin nicht bewusstlos geworden, aber meine Wirbelsäule sagte: Nein, 20 Jahre zu spät. Hast du einen Arsch auf? In dem Fall auch schon, oder? Ich hatte Ischias, ich hatte alles. Martin, jetzt, wirklich, jetzt kommen wirklich die kleinen Teile. Oh Gott. Okay. Die Blompen rausgedrückt hat, oder was? Alles. Und wir haben ja keine Anti-G-Westen oder sowas im Hubschrauber, ne? Alter, das war das Heftigste, was ich im Normalflugbetrieb jemals erlebt habe. Und da haben die es hinterher ausgelesen. Es waren tatsächlich 10G für 12 Sekunden. Das war geil. Jetzt weiß ich, was ich kann. Oder ich weiß zumindest, was ich vor 10 Jahren konnte. Oh, was der Hubschrauber aushält. Und ja, der hält noch mehr aus. Also bis 15G ist den Rotorblättern alles egal. Nö, also an den Außenkanten der Rotorblätter bei Vollleistung bist du, glaube ich, bei 30 oder 40 G. Ja, gut. Andere Frage. Warum ist eigentlich in jedem Asteroidenfeld, wo wir jetzt die ganze Zeit waren, immer eine kaputte Station noch dabei? Weil die kaputt gegangen ist, weil die Asteroiden gekommen sind? Ja. Genau. Aber die bewegen sich ja nicht. So, mehrere Ziele. Vielleicht hat sich aber die Station bewegt. Stein. Ja, da kommen wir vorbei. Ich sehe die schon. Locker. Alles gut. Ich sag's lieber an, bevor wir da gleich dran kleben. Oh, ein zerstörtes Raumschiff. Hier leuchtet ein Martin, wir haben Einzelteil bei uns. Ich sehe es. Oh, fliegt trotzdem drauf. Raketen. Raketen. Oh, Volltreffer. Ja, alles gut. Ich hab's. Ich kann nichts aufschieben. Der Hammerhead. Das ist der Hammerhead. Wir kämpfen gegen den Hammerhead. Habt ihr denn Drogen genommen, Leute? Warum wir? Martin, jetzt kannst du zeigen, was du kannst. Kannst du die Rakete kommen wir nicht mal ran? Wir sind weit genug weg. Zu weit genug. Sollen wir erst die anderen wecken? Erstmal die anderen. Hammerhead auf 1700 Meter ist alles in Ordnung. Ich sehe ihn auf den vor uns. Oh. Martin, kannst du ein bisschen hoch mit der Nase? Danke. Okay. Oh, das war ein bisschen zu viel. Einer kam links unten zu dir. Wir wurden getroffen. Softkill, wir sind gerammt worden. Du hast einen Stein gerammt. Oh, wir haben einen Stein gerammt. Du hast einen Stein gerammt. Nein, wir haben einen Stein gerammt. Weil ich vorne aus dem Fenster gucke, aber der Stein unseren Arsch getroffen hat. Das heißt, die Beobachter in unserem Team waren nicht wirklich bei der Sache. Moment, im Turm mussten wir auch zum Feind gucken, der war nur mal vor uns. Nein, keine Ausreden. Ihr habt... Habe ich von meiner Ehefrau so gelernt, so. Ja. Ich bin nie schuld, alle anderen sind schuld, Punkt. Außer Konstanze. Ah, oh, das ist lieb von dir. Die ist immer schuld. Ja, so sieht's aus. Komm, wir nehmen eine Hammerhead. Da machen wir jetzt hier eben kurzen Prozess, oder? Hammerhead? Ja. Hammerhead gegen Hammerhead. Okay. Ja, eine Hammerhead gegen Hammerhead. Das ist doch geil. Ich glaube, mir hämmert's auf den Head. Mir hämmert's auf den Head. Jetzt gleich kriegt der ordentlich auf die Fresse, Alter. Das tut mir leid mit dem Stein. Ich habe den wirklich nicht gesehen. Was soll ich machen? Das war eine Rakete, was uns getroffen hat, keine Ahnung. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das, ich glaube, das war der Asteroid. Ich guck vorne raus, ich war nicht in der Third Person, ich habe den Stein definitiv nicht gesehen. Und wir waren mit unserem Wrack an dem Stein. Also wenn, dann ist es ein Pilotenfehler gewesen. Auf der anderen Seite, wir sind in der Zukunft und erwarte ich von einem Raumschiff eigentlich, dass es mir sagt, auch wenn ich mit meinem Hintern zu nah an irgendwas komme. Ja, also... Wie, hier haben wir keine Hammerhead? Wo parkten die? Zerstört? Wann ist die zerstört worden? Ah, doch, die wurde explodiert, als wir bei einem Bunker waren. Genau. Dann nehmen wir die Reclaimer. Ne, Redeemer. Ich komme mit der Andromeda.
Ja, gut. Und wir holen... Ganz kurz warten, bis ich oben bei euch in der Station bin. Ja. Hangar 06. Ich hab auch den Ort. Drei Besatzungsmitglieder. Hangar 06, Crew. Hangar 06. Dann gehe ich in die Entfernung und flieg so. Passt. Hangar 06, Crew. Hangar 06. Immer was zu viel. Das war jetzt tatsächlich ein Pilotenfehler. Allerdings... Ich habe eine Entschuldigung dafür, selbst ein Tigerhubschrauber sagt mir, wenn an meinem Hintern irgendwas ist, was da nicht hingehört. Das nennt man Sensorik. Das sollte man eigentlich auch 500 Jahre in der Zukunft noch haben. Was sagt ihr dann? Sie sollten mal einen Arzt besuchen, oder was? Nö, der sagt dann, meh. Nee, der piept einfach nur. Und immer wenn er piept, heißt es nicht mehr bewegen, irgendwas könnte jetzt gleich in die Hose gehen. Ich gehe in den oberen Turm. Ich bin Pilot. Bist Pilot? Ich bin Pilot. Aha! Was ist jetzt passiert? Ich bin die Leiter hochgeklettert und bin unten im Hangar gelandet. What? And where is the entry of my ship? Komm, starten wir schnell. Wo ist der Knopf zum Aufmachen? Hilfe! Wer hat die Tür zugemacht? Wieso macht die Tür immer zu? Oh, oh. Babe, kannst du mal starten. Weißt Babe! Ich bin gerade abgestürzt hier. Das ist gut. Du machst alles richtig. Als Frau, ich habe keine Ahnung von nichts, ich baue ständig Scheiße. Läuft! Gut. Ja. Babe, vielleicht heiraten wir doch irgendwann. Willst du eigentlich nochmal heiraten? Babe? Wenn es der Richtige ist. Könntest du dir vorstellen, so einen Zivilversager wie mich zu heiraten? Oh toll, die Lache sagt alles. Okay, dann nicht. Lass mich nicht ausreden lassen. Du hattest jetzt die Chance, einen total tollen Typen zu heiraten irgendwann in der Zukunft. Warum kann ich hier im Hangar schießen? Weil? Genau, schießen. Nicht, dass er gleich noch einen Crabsit bekommt. Dann muss ich eben Tiger heiraten. Ich heirate nur Froggen. Den hat der eh viel lieber. Du heiratest Froggen? Was ist denn mit dir los? Grauen hat er gesagt, nicht Froggen. Niemand will Froggen heiraten heute. Von uns. Froggen? Also irgendjemand wird Froggen bestimmt irgendwann heiraten. Nein. Es gibt für jeden Topf einen Deckel. Ja, und ich bin ein Eimer. Ich bin ein Eimer, sagt er. Der war gut. Ich bin ein Eimer, sagt er. Es gibt auch für jeden Eimer einen Deckel, glaube ich. Ich habe noch nie einen Eimer mit Deckel gesehen. Doch, man kann ein Brett drauflegen, mein Gott, dann nimmst du eben das Brett. Hauptsache, du hast Spaß, Junge. Martin, Einfüllstutzen, das passt schon. Ja. Frong, verkauf dich nicht unter Wert. Du bist kein Eimer und wenn, dann bist du ein Recycling-Eimer. Was, und das Gegenstück ist die Tüte, oder was? Nein, aber dann hat man doch wenigstens einen Sinn und einen Zweck, den man erfüllen muss. Du musst den Leuten immer helfen, was Positives zu finden. Ein Windeleimer hat auch einen Deckel. Froggen ist ein Windeleimer? Das war nicht nett, muss ich ganz ehrlich sagen. Was Besseres mit Deckel fiel mir gerade nicht ein. Aber du kannst Froggen... Ich würde Froggen nie als Eimer. Das ist, der ist noch sehr, sehr jung. Du kannst doch nicht. Will ich jetzt nicht sagen. Froggen! Du bist halb so alt wie ich. Willst du mir jetzt erzählen, dass du alt bist oder was? Ey, ich bin inzwischen näher an der 30 als an allem anderen. Halb so alt wie ich, Alter. Ja, da muss ich mir an deiner Stelle Gedanken machen. Wenn ich nochmal in deinem Alter wäre, weißt du, was ich alles anders machen würde? Ich würde als erstes mein Geschlecht wechseln. Das kannst du immer noch. Nein, jetzt will mich aber trotzdem keiner mehr, selbst wenn ich eine Frau bin. Aber wenn ich 25 wäre, ich würde Geschlecht wechseln, ich würde eine wunderschöne, hübsche Blondine werden, dann würde ich mich den Rest für meines Lebens aushalten lassen hier. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling, genau. Ich würde alles ändern. Ich würde alles ändern. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt, ja. Geil. Dann werde ich nächste Woche beerdigt. Ich wollte gerade sagen, ich
Es gibt Zeiten im Moment, da fühle ich mich teilweise wie 70 oder 80. Und alles, was mich am Leben hält, sind meine Kinder, wo ich mir denke, der Junge muss noch durchs Studium, die Kleine muss noch durchs Gymnasium, so lange musst du noch durchhalten. Wieso ist Hendrik eigentlich schon da? Weil ich einen schnellen Antrieb habe. Dann fang schon mal an, ihn zu töten. Der wäre schon tot. Jammert? Ich habe übrigens ein riesengroßes Problem für mein Leben, ne? Also wirklich ein Lebensproblem. Es gibt ein Getränk, das ich tagtäglich konsumiere seit 10 Jahren. Kaffee? Nein, auch. Ich meine, so. Ja, Kaffee. Und dann das hier. Jetzt mache ich Schleichwerbung, weil man kann dafür nicht mehr werben. Schwippschwapp von Pepsi. Das wird nicht mehr hergestellt. Wie? Was? Das wird nicht mehr hergestellt! Kannst du auch selber mischen. Nee, ich will mein Schwippschwapp, meins. Und wenn die von Pepsi nicht anfangen, wieder Schwippschwapp herzustellen, dann weiß ich auch nicht, aber ist voll doof. Ich wette, Peepers macht das noch. Wer ist das denn? Peepers. Kenn ich nicht. Pepsi, Peepers. Nein, Pepsi macht, stellt halt nicht mehr her, die haben es aus dem Programm genommen. Du nimmst halt Mexo mit. Nee, schmeckt nicht. Mexo-Mix. Das alles von anderen Firmen schmeckt nicht. Das ist das einzigste, what I like. Das. Ja. Wie hieß es? Ich werde wahrscheinlich als nächstes Wasser mit Chiavara-Samen oder sowas trinken, weil es gesund ist. So ein Scheiß da. Oder irgendwie so ein grünen Tee. Das Spezi-Dings. Das ist also hier schmeckt von nicht. Paulana oder was? Schmeckt alles da? Nicht. Ja, genau. Spezi. Schmeckt nicht. Hört auf. Nur Schwipp-Schwapp. Schwapp-Schwipp? Nein, Schwipp-Schwapp. Schwipp-Schwapp-Schwapp. Die von Pepsi haben noch ein Loch im Kopf, ey. Piepes. Du hast vielleicht zu wenig getrunken, deswegen müssen sie das einstellen. Oder zu Nein. Nichts mehr zum Nachprüfen. Die haben ganz gut verkauft. Das ist der meistverkaufte Mix-Max-Softdrink gewesen in Europa. Allerdings wollten Lidl, Aldi, Edeka und Co. nicht mehr die Preise bezahlen und haben gesagt, gut, dann nehmen wir es aus dem Programm. Und dadurch sind bei Schwippschwapp die Zahlen eingebrochen und dann haben sie gesagt, gut, dann nehmen wir es aus dem Programm. Ich werde auch nie wieder bei Lidl oder Aldi oder Edeka einkaufen gehen. Die können mich alle mal. Die haben mein Lieblingsgetränk kaputt gemacht. Ich gehe jetzt selbst jagen im Wald. Was geschreckt für Tiere. Und meine Kartoffeln im Garten pflanzen. Was auch immer, aber ich werde jetzt Lidl, Edeka und Aldi. Wie sagt man das? Blockieren? Heißt das blockieren? Nein. Boykottieren. Ah ja, genau, Boykott. Ich wusste, es ist ein Wort mit B. Blockieren. Kannst du ja auch blockieren. Nee, dann brauche ich ganz viele Trecker und ganz viele Misthaufen. Ich kenne zwar viele Bauern hier, aber ich glaube, so viele Trecker und Misthaufen kriegen wir nicht zusammen. Also blockieren wird nichts. Ganz Deutschland? Eben, ich sage, blockieren wird nichts. Wir müssen boykottieren. Was läuft nur schief in diesem Land? Erst ist Klopapier ausverkauft, dann ist mein Lieblingsgetränk ausverkauft. Warum habe ich aus 20 Millionen Kilometer einen roten Makel? Weil? Was habt ihr schon wieder angestellt? Entschuldigung. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Sind wir schon da? Nein, wir springen jetzt hin. Wie lange dauert es noch? Hört doch mal auf, Mensch, Kinders. Wieso ist Hannes so weit weg? Ich bin ja extra geflogen. Ich musste ja von Horizon hoch. Warum ist Hannes extra geflogen? Weil ich auf Horizon gespawnt bin. Warum bist du auf Horizon gespawnt? Weiß ich nicht. Ich habe mich eigentlich auf der Station geclaimt. Ja, aber letztens in der Crack neu geclaimt. Jetzt hast du recht, aus. Guck mal, wir können sogar unsere Klamotten looten. Wo denn? Direkt vor uns. Wir kriegen eine Rakete in die Fresse. Die Hammerhead hält erstaunlich sehr viele Raketen aus, obwohl sie keine Schilde mehr hat. Hendrik, Schilde kannst du mit Raketen immer noch nicht runterschießen. Habe ich aber gerade. Macht aber keinen Sinn. Ja, Herbststurm, jetzt kommen wir mit einer Redeemer. Jetzt macht's brutt brutt. Ja.
Ja, du blinkst aber auch schon ganz schön wie so ein Tannenbaum, ne? Was? Also, wenn ich gerade bei Martin reingucke, sind deine Schilde gerade ganz schnell weit unten gewesen. Die sind bei mir immer auf gerade auf 100%ig. Wurde nie getroffen. Ist sie explodiert? Ja. 10 Klicks. Neun Klicks. Acht Klicks. Hab keine Raketen mehr. Alle deine Raketen? Ja. Sieben Klicks. Hendrik, wie viel hast du? 36 oder sowas? 6 Klicks. Ich glaube 24. 5 Klicks. Martin, ich will auch noch schießen. Was klickt hier eigentlich die ganze Zeit, wovon redest du? 4 Klicks. Weiß auch nicht. Das kommt von 10, von dem 10G, da klickt es halt ein bisschen. 3 Klicks. Öffne Feuer. Das ist zu früh. Ach, das hört sich aber geil an. Aber jetzt. 2 Klicks. Ja, ihr gebt aber Stoff da. Straven and Glaven. Das war's. Hammerhead ist Geschichte. Ich hab ihm einen Schuss abgegeben. Ja. Jetzt bin ich unter Beschuss. Da, jetzt soll noch mal einer sagen, wir können nichts. Schilde werden angehittet. Ich glaube, wir haben gerade ein bisschen viele Gegner. Nur 3 Gegner. Hab ihn, bleib mal stehen. Vor dir. Hintere Schilde. Gladius. Da ist noch eine Hammerhead. Kann ich sagen. Doch. Die schießt. Wo ist die Hammerhead? Ich flieg grad von der weg. 3 Kilometer vor uns. Oder? Irre ich mich. Muss nicht auszuschießen. The Gladius. Ich sehe die ganzen Gegner vor mir her schwirren. Schilde werden gehittet. Ich bin jetzt auch da. Aber ich darf natürlich nur euch aufschalten, das ist auch geil. Martin, ja, was hinter euch? Ich hänge mich an. Abwehrmaßnahmen gestartet. Raketen abgewehrt. 4 Leute hinter euch oder sowas. Wo kommen die alle her? Ja, Mama tot. Triebwerksschaden. Also, so wie du fliegst, kann ich auf nichts schießen. Ja, Tiger, ich muss Ausweichbewegung fliegen. Ich bin gerade vorhin ins Feschmesh reingeflogen. Hey, die springen hier aber durch die Gegend, ey. Die Vanguard hat Flügel verloren. Raketen abgewehrt. Habt die Hammerhead gefunden, die verfolgt euch, so wie es aussieht, Martin. Raketen abgewehrt. Ach du Heil! Wie sind das denn? Das sind extrem viele geworden. Was passiert hier? Ich sehe immer noch mal wieder rote Schilde stabil. Bildschwappen. Schilde stabil. Soll ich versuchen, den Key zu sammeln, dass ihr abhauen könnt? Ja, versuch mal. Wir kriegen im Moment von Gatlings Raketen. Raketen abgewehrt. Ich glaube, die Mission ist ein bisschen buggy. Nee, alles gut. Ich glaube, weil wir alle extra hingeflogen sind, spawnt immer was Neues. Mensch. Ja. Konzentriert euch. Ich habe alle Raketen bisher abgewehrt. Ihr müsst einfach nur durchhalten. Hendrik. Zerstört. Key einsammeln. Ja, ich bin auf dem Weg. Weiteres Ziel zerstört. Die Hammerhead ist bei mir, falls ihr euch wundert oder fragt, wo sie ist. Wo ist hier? Bei mir, hab ich gesagt. Wo ist denn bei mir? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich guck auf meinen Namen. Ja, wenn wir dich nicht sehen. Oben, links. Ich stehe unter Beschuss. Hallo. Wir haben den Vanguard Harbringer, wir haben eine Rakete im Anflug.
Stopp, ich habe keine Schilde mehr, ich muss mal kurz reinhauen. Raketen abgewehrt. Schilde stabil. Muss ich da in die Heimat dann rein oder wo ist der Key? Ja, angezeigt wurde ich die. Ist eigentlich außerhalb der Heimat. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht drauf. Ich bin jetzt so langsam irgendwie ein bisschen schwindelig. Ich sehe die ganze Zeit einfach nur Meteoriten durchs Bild. Es tut mir leid. Die schießen wie bescheuert auf uns. Was soll ich denn machen? Es sind auch irgendwie 20 Leute auf einmal. Abwehrmaßnahmen. Kommen wieder rein. Die sind auch die ganze Zeit nur hinter uns. Selbst die Hammerhead verfolgt euch. Ich sehe noch eine Hammerhead. Wir haben nicht mehr viele Abwehrmaßnahmen. 15. Ich sehe zwei Hammerheads. Zwei Hammerheads? Ja. Drei. Drei? Nee, mach mal platt. Aber bei Herbststürmen sind zwei Stück. Ja, ich brauche Unterstützung. Wo bist du? Ich meine, die alle. Nennt mir einen Kurs, wo ist Hendrik? Links unten, genau auf der anderen Seite an dem großen Meteoriten, an dem wir gerade vorbeifliegen. Hab nochmal ein Ziel zerstört. Bin ich auf Kurs? Okay, also ich entferne mich von meinem Schiff, das geht gleich hoch. Jetzt in der Nase und dann müsstest du ihn sehen. Ja. Ich sehe wieder den Hammerhead. Hinter euch ist nochmal eine Hammerhead. Ist egal, Hammerheads sind Kacke. Ich bin langsam. Oh, das ist eine ganze Flotte! Ja. Wir müssen Hendrik schützen. Wir kriegen auf die hinteren Schilde Ärger. Also ich bin gleich an der Hammerhead dran. Ich weiß, dreh die Maschine. Ich in den linke Schilde. Wo ich dahin muss. Links, vorne, hinten. Dreh die Maschine. Wo ist der Eingang von der Hammerhead? Ich glaube, ich muss rein. Wir kriegen AP. Ich habe mir hier eine Gladius. Wir kriegen AP. Raketen. Raketen abgewehrt. Wir haben Teil des Hecks verloren. Wenn ich mich umdrehe. Da ist nochmal zwei. Raketen. Kill. Raketen abgewehrt. Ich habe wirklich das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, sind da zwei neue Hammerheads. Es sind noch zwei neue gerade reingekommen. Einer zerstört. Hendrik, Status! Ich finde keinen Eingang. Das ist mir erschienen, egal. Mach das zu Ende, Alter. Sonst lasse ich dich 300 Liegestütz machen. Das ist gegen das Schiff. Warte, wir haben nur noch 800 plus. Ich weiß, ich habe auch nicht mehr viele Düppel. Ich muss auch mal ganz kurz weg. Meine Schilde sind schon wieder weg. Soll ich auch noch mal rausgehen? Düppel raus. Rakete abgewehrt. Soll ich das Schiff auch nochmal verlassen, da gucken? Mit meinen kleinen Lasermumpeln hier. Ja, spring raus, los! Okay. Er ist eigentlich im unteren großen Turm. Ich sitz da, glaube ich. Dann schieß doch mal! Mach ich doch die ganze Zeit. Auf was? Hast du auch schon was getötet? Nein, leider nicht. Ja, dann mach doch mal! Ich kann nicht mehr lange, ich bin hier nur noch am Fliegen. Oh, oh. Wir kriegen von allen Seiten Beschuss. Ja. Großer Stein. Diesmal nicht drauf parken, bitte. Ich spring raus. Ach du Scheiße, das sind jetzt fünf Hammerheads hier rein. Oh, Alter, Steine. Okay. Wir sind mittendrin. Ja, ich bin auf dem Weg zu euch. Iplit springt raus. Okay, ich bin noch dran. Also hier drin sich zurechtzufinden ohne Gravitation ist grausam. Was, du musst in die Hammerhead rein, oder was? Ja. Zack, raus. Wir kommen gleich zurück. Wir müssen eben recken. Wo muss ich hier lang? Wow, die KI hat gerade fast ein Stück von der Station gerannt. Hab was zerstört, aber er geht im Arsch, ich muss auch mal kurz weg.
geht's. Jetzt im unteren großen Geschütz. So, wir kommen wieder rein. Ach, das seid ihr, okay. In 3, 2, 1, jetzt. Scheiße, Gladius springt nicht. Doch, springt. Wir sind da. Bei mir sind zwei. Eine Black und. Hier ist die ganze Flotte. Black, Gladius, Hammerhead und nochmal irgendwas, was ich nicht gesehen habe. So viele Steine, ich breche ins Essen, ey. Alles klar. Das ist, als wenn du durch den Wald fließt. Wir sind da. Ist als Herausforderung. Nur steiniger. Rakete. Vorbei. Herbststurm, wie sieht es aus mit dem Wiki-Ki? Ich versuche mich gerade irgendwie bewegen zu können. Hammerhead, wir werden beschossen, Hammerhead. Schild stabil. Alles gut. Ich bin an der Black hinter euch dran. Heckschilde. Gleich am Key. Kollabieren. Kann Raketen abgewehrt. Ich habe noch 9 Decoys. Das ist nicht gut. Das ist nicht mehr viel. Ja. Noch eine Hammerhead. Komm ich doch nicht. Hendrik, willkommen. Und so lange sind Hendrik nicht angreifen, ist alles gut. Wollte gerade sagen. Aber dann es wäre einfach nicht weniger, ne? Wir sind da, Hendrik. Wir passen auf dich auf. Ich nehme das vordere Schilde, kollabieren gleich. Ich drehe die Maschine. Nochmal ein Ziel zerstört. Ich glaube, meine Rohre ist ein bisschen warm, weil die schießen langsamer. Henrik, Status? Bin dran, aber ich finde den Kini. Das sind wir noch von mir weg. Fragen? Ja. Bereit machen zum Aussteigen. Okay. Was? Ich bring dich rüber zu Henrik. So. Neue Black zerstört. Wo seid ihr denn? Muss man euch noch helfen, oder? Ja, Hilfe. Hilfe ist immer gut. So, Fragen fertig? Ja, ich gehe gerade zum Heck. 2100. 2000. 1800. 1600. 1000, 8, 7, 6, 5, 4, Raketen im Anflug, jetzt raus! Ich bin raus. Gut, ich hab dich abgesetzt direkt am Ziel. Ja. Raketen abgewehrt. Warte, ich muss raus, meine Schilde sind weg. Gut. Rakete im Anflug. Abgewehrt. Alter, es ist ja wie auf der Arbeit. 6 Decoys. Tiger, wie läuft's? Der untere Turm hat voll Munition. Boah, 2, 3 Hammerheads. Ja, ja, ja. Wir haben ein Gunship. Wir machen die platt. Das ist unser Job. Heckschilde am Kollabieren. Bring die Maschinen in Sicherheit. Ich habe noch eine Gladius, um die kümmere ich mich. Heckschilde generieren. Warum soll ich aber richtig die Tür wieder zumachen können? Die ging nicht beim Rausspringen. Heckschilde bauen sich wieder auf. Warte, ich sitze unter dir. Ich nehme da. Heckschilde werden wieder beschossen. Ich nehme den großen Asteroid hier vorne als Deckung für uns. Das Problem ist, gegen die Hammerhead kann ich nicht viel machen. Das müsst alles ihr machen, leider. Wir sind schon da dran. Was doch nicht Inferno, ja, habe ich gedacht. Hendrik, nee. Frong, Status? Ja, ich bin 9 Meter von dem Ding entfernt. Schilde regenerieren. Ich bin direkt am Asteroiden. Die können uns nicht treffen gerade. Ein bisschen schwierig hier zu fliegen. Der, das Fliegen ist sehr ekelhaft hier. Ja, frag mich mal. Puh. War das eigentlich mit der Hammerhead hier, die bei euch dran ist? Das war knapp. Hui, hui, hui. Die knutscht nämlich gerade mit der zweiten. Ist gut, wenn die sich knutschen, ist mir alles egal. Ja, wir sind halt hier zu zweit nebeneinander am sich gegenseitig decken.
Morgen hier war ich auch, aber ich finde nicht. Hinter dir klar. Alle Schilde wieder 100%. Heißt, ihr geht gleich wieder rein, oder? Wir sind die ganze Zeit hier, wir sind nicht weggeflogen. Aua. Achso. So. Oh Gott. Ziel 6 Klicks. Es werden aber auch irgendwann wieder mehr Fighter, kann das sein? Das macht voll Spaß hier. Ich bin gerade richtig gut drauf. Babe, was machst du? Ich schieße hier alles, was mir vor die Flinte kommt. Hast du auch schon was getroffen? Ja. Super. War nicht abgeschossen. Der Stein explodiert nicht so schnell. Wir haben, glaube ich, ein Problem. Und, das wäre? Es ist ein Spind drin, glaube ich, der Key. Und wenn man auf die Tür drückt zum Öffnen, passiert nichts. Die Türen sind doch schon offen. Draufschießen. Die sind zu bei mir. Draufschießen. Bei mir sind sie offen, aber da ist nichts drin. Problem, ich habe hier nochmal eine Hammerhead gefunden. Noch mehr Hammerheads? Was ist das für ein Scheißspiel? Frage, könnt ihr die Hammerheads steuern? Ich probier's mal. Au, Gott, au. Glaube ich zwar nicht, aber... Sonst würde ich gleich umsteigen. Bleib mal so stehen, Martin. Stehen. Er hat stehen gesagt. Ja, kannst du ein bisschen weiter schweben. Alle Schilde kriegen Feuer. Ich weiche aus, ich weiche aus. Aber ich bekämpfe da unten die Hammerhead. Tiger, ich muss mich bewegen. Ja, dann schieß auch auf die. Die Hammerheads sind eigentlich gerade auf mich fokussiert. Ihr könnt eigentlich machen. Status? Fragen? Könnte, Hendrik? Könnte auch sein, dass der Key in so einem Zwischenraum ist, wo wir nicht rein können. Könnt ihr das Ding wegfliegen? Ich versuch's gerade. Ich bin gerade auf dem Weg zur Brücke. Aber ab und zu bleibt man irgendwo an irgendeiner kleinen Ecke hängen und macht 300 Kilometer Saltos durchs ganze Ding. Ja, wir können auch die Hammerhead ganz zerstören. Also ich sag, glaube ich, nur Softkill. Aber erst, wenn wir draußen sind, bitte. Dann verlasst mal das Schiff. Nee, wir warten erst auf Frong. Wir bekommen links ziemlich massiv Schaden. Ich bin gleich bei der Brücke. Der Hammerhead, ich öffne Feuer. Kann ich mal drauf wirken? Boah, war es knapp. Ich bin auf der Brücke. Ende! Nein! Das war's gerammt. Nee! Das war gerammt. Oh, wir haben's überlebt. Wir drehen uns. Andromeda unter uns. Was? Freundlich, Andromeda. Ja, was ist passiert? Alles gut. Kannst du die Tür zumachen? Was für eine Tür? Kämpfen! Wir kriegen gerade richtig Schaden hier. Frontschilde am kollabieren. Ich drehe die Maschine. Heckschilde. Ich lasse uns auf den Hintern schießen. Martin, ja, ich. Dreh weg. Negativ, ich kann die nicht steuern. Ich sitze im Cockpit, aber. Gut, fertig machen für Evakuierung. Wir springen einmal kurz weg. Wir müssen die Schilder regenerieren. Ja, ich verfolge zwei Hammerheads. Da macht die Hammerhead ganz kaputt. Vielleicht kriegt das Ding da. Raketen, Raketen, Raketen. Ich will hängen mich an die Vanguard dran, Martin. Ich habe keine Schilde mehr hinten. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann auch nichts wirken. Sind rausgesprungen. Wir regenerieren Schilde, kommen wieder rein. Sekunde. Jetzt gehen sie zwar alle auf mich, aber alles okay. Dann einfach fliegen, 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 fliegen. Ja, mach ich auch. Don't fight. Keine Angst, ich kann fliegen. Vordere Schilde regenerieren. Oh. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine Waffe, womit ich eventuell einmal auf den Spinn schießen könnte, aber ich weiß nicht, ob das bringt. Ja, gut, bei mir war macht es! Wir halten euch hier gerade den Rücken frei. Ihr müsst alles probieren, einfach. Was geht. Ja. Echt so? Und nicht dabei. Nachdenken, machen. Notfalls jagen wir die Hammerhead in die Luft. Ja. Ich will nur anmerken, dass die Navigation wirklich nicht so einfach ist. Aber jetzt auch mal ernst, ja? Das macht doch Spaß, oder? Seid doch mal ehrlich. Ja, aber ich hätte gern ein besseres Schiff bei mir. Ich habe die zivile Variante von der Hornet. Alles gut, wir kriegen das hin.
Wir haben es bis hierhin geschafft, wir schaffen auch das letzte Stück. Hoppa, ich muss aber mal kurz weg, meine Schilde sind weg. Kein Schiff mehr vor Ort? Doch, ich bin noch vor Ort, ich flieg bloß immer raus aus dem Asteroidenfeld. So ein paar hundert Meter. Passiert nichts, oder? Wir kommen, wir kommen. 3, 2, 1. Sprung. Ah, gegen die Sonne ist scheiße. Aber viel können wir nicht mehr aushalten, Martin. Doch, die hält noch was aus. Wir sind da. Wir kriegen das hin. Ich würde sagen, wir gehen hier raus und ihr zerstört das Schiff. Evakuierung? Ja. Sagt Bescheid, wenn ihr raus seid. Fallt ihr dann in die Andromeda ein? Beziehungsweise, wir haben ein Schiff zerstört. Mich hat so aufgedreht, ich weiß gar nicht mehr, in welche Richtung war, wo ist. Wenn wir die Hammerhead zerstören, dann könnt ihr vielleicht dann den Key aufsammeln. Das heißt, ihr müsst ja noch draußen warten. Ja. Yeah. Hammerhead aufgeschaltet. Ich habe die Black zerstört. Sehr gut. Es müsste noch ein Gladiator und ein Vanguard irgendwo unterwegs sein da. Und zwei Hammerheads. Ja, ja gut, die darf man natürlich nicht vergessen. Die haben wahrscheinlich alle einen Key. Wir kriegen Beschuss von vorne, frontal. Die Hammerhead. Beide Hammerhead unten schießen. Und eine Vanguard ist bei euch. Um die kann ich mich kümmern, zum Glück. Ausgang gefunden. Oh Gott, ist das hier eng. Gut, also ich bin draußen. Ich auch. Einfach bin ich bei dir. So, Ziel aufschalten. Bei Hendrik und Froggen die Hammerhead zerstören. Jetzt. Ich hab sie aufgeschaltet. 5, 5, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5, 1, 5, 0. 4, 8, 4, 6. Gott. 4, 4, 4, 2, 4, 0. 3, 8. Warte, du hast was direkt an dir dran, an dir dran. Ja, ich zieh die. Alles gut. Martin, du musst... 3, 3, weitermachen. Ihr müsst jetzt euren Job machen. Ich kann nicht schießen, wenn... Ich bin unter dir. Nase heben oder was? Ja. Heckschilde sind am kollabieren. Wieso stehen wir jetzt? Damit du schießen kannst. Ja, ich strafe. Strafe. Ja, Schilde weg, ich muss raus. Ah, die Schilde kollabieren. Wir sind von irgendwas gerammt worden. Fange Maschine ab. Ich kann nicht wirklich schießen jetzt wieder. Ich muss Maschine erst abfangen. Ja. Maschine abgefangen. Wir sind auf Kurs Richtung Hammerhead. Ich drehe auch gerade wieder um, ich komme mal wieder rein. Hintere Schilde 50%. Bisschen weiter hoch, 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 hoch. Jetzt. Du hast jetzt 4, 5, 6. Ey, wo kommen die alle wieder her? Ist egal. Eine Hammerhead zerstört, Froggen. Hendrik, ja. Habt ihr ein Ziel? 3. Unterwegs. Der Key wird jetzt draußen sein. Schilde kollabieren. Spring weg. Der Key müsste draußen sein, so wie ich das gesehen habe. Ja, sieht besser aus. Ja. Position. Suche Sprungpunkt. Suche Sprungpunkt. Vordere Schilde kollabieren gleich. Eine Position. Oh Gott. Ziel hinter uns bekämpfen. Hier ist kein Key. Ich bin genau an der Position vom Key. Suchen. Solange die euch in Ruhe lassen, ist alles gut. Ich hab schon keine Schilde. Oh, mein Schiff ist langsam rot. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch mache. Notfalls wegspringen. So, Ziel gefunden. Wir springen. 10, 20, 30, 40, 5. Gott, da ist gerade was. 2 Millimeter an mir vorbeigeflogen. Was jetzt? Wo springt die hin? Auf jeden Fall schon mal weg. Ja, auf jeden Fall, aber nicht in die Richtung, in die ich wollte. Egal, Hauptsache weg. Frontschilde waren auf 5%. Boah, Quatsch, steckt die Kiste ein. Das ist ja sowas von geil. Die hat. Die ist eins der besten Schiffe aktuell. Einen richtig guten Job gemacht bisher. Satan. Ich ziehe die ganzen kleinen Fighter zu mir. Wir kommen gleich wieder rein, wenn die Schilde regeneriert sind. Alles gut, alles gut. Weit zerstört. Ich schieße die ganze Zeit nur mit diesen Size 3 Waffen hier durch die Gegend und alles geht Schrott. Das kann auch nicht richtig sein, oder? Ja,
habe das Gefühl, die Mission müssen wir morgen nochmal machen. Warum? Ja, wir kriegen das schon. Weil da kein Key ist. Ja, wir sind genau in der Position. Ja, wir werden die anderen zwei wahrscheinlich noch zerstören müssen. Suchen. Warum sollte man die noch zerstören müssen, bevor überhaupt der Key da ist? Vordere Schilde bauen sich nur sehr langsam auf. Was ist hier los? 50%? Ich wage mich einmal ganz kurz ins Wespennest, um die Black zu zerstören, jetzt endgültig mal. Prozent. 100%, wir kommen. Black zerstört, Black zerstört. Hier ist noch irgendwo eine Gladius und sonst der Rest ist nur noch. Wir kommen. Alles gut, kein Stress. Hier unten im Turm links habe ich 1600 Schuss, rechts habe ich 1000 Schuss. Ist und bleibt mein Lieblingsschiff und ich weiß auch warum. Der Typ hat mich gerade gerammt, aber es ist nichts passiert. Aber ich glaube, die Polaris, die wird noch geiler. Ja, aber damit kannst du nicht so hinterherkurven, Martin. Jetzt sollten wir uns eine Hammerhead aussuchen und die ausschalten. Nicht so wild hin und her fliegen. Such dir eine aus. Bei mir ist eine. Bei mir ist eine, Martin. Bei Hannes? Okay. Komm auf Fuß. Da kümmere ich mich die ganze Zeit. Alles gut. Ich bin ja zwei Stück. Ein zerstört. Die direkt zwischen uns. Habe ich dich aufgeschaltet? Nein. Weiß ich nicht. Wo sitzt du drin? Ich bin in der Hornet. Ich habe eine Black. Zwischen Tiger und mir, Martin. 2 Kilometer entfernt. Ich kann nichts anderes aufschalten. Was? Wir haben euch gleich. Wieder heiß. Ja, ich kann es doch nicht ändern. Ich sehe sie. Ich kann sie nicht aufschalten. Ich kann sie nicht aufschalten. Hier, Herr Feuer. Rakete. Ich muss mal ganz kurz weg. Jetzt. Nee, immer noch nicht. Echt jetzt? Lässt sie nicht aufschalten. Jetzt. Ich hab sie. Die hat sich fast geknutscht. Ja, ist ein Bundeswehrcomputer. Yes! Fick ja, dich aber das ist eine Softdev. Aufpassen. Ist egal, wir haben sie. Da ist nochmal eine Hammerhead bei euch nebendran. Ich sehe sie nicht, ich sehe alles rot hier. Ah ja, hier. Wir schießen alle. Frontschilde nicht mehr vorhanden. Ja. Ich hau ab. Schuss. 2 Hammerheads. Dreh die Maschine weg. Negativ, 3 Hammerheads. Mach aber Increase auf die. Ich hänge mich an die Gladius ran, die euch verfolgt. Mein Gott, das ist ja wie Arbeiten bei der Bundeswehr, das geht gar nicht. Melanie! Oh Gott, hier sind schon wieder so viele kleine Viecher gespawnt. Aufpassen! Maschine springt! Jetzt! Frontschilde werden regeneriert, wir kommen zurück. Okay, ich glaube, der obere Turm ist kaputt. Ja, dann müssen wir den eben aufgeben. Ich meine den unteren. Das steht jetzt nur noch Aligning. Ja, dann ist auch gut. Also ich habe jetzt wirklich fliegerisch alles gegeben, was geht. Mehr geht nicht. Ach, hab ich gerade die Lüfte dabei oder sowas. Hier unten ist gerade nochmal eine Hammerhead gespawnt. Noch eine Hammerhead? Wollt ihr mich verarschen oder was? Hat die was nicht dabei? Das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Was, so eine Ares? Kestino 1, wer ist denn Kestino 1? Ein anderer Spieler? Ja, aber. Das wird nichts mehr. Ach, guck mal hier hinten, hier brennt's. Sieht echt geil aus. Hendrik, wo bist du eigentlich gerade drin? Melanie, das ist wie bei der Bundeswehr, ne? Das geht doch alle gar nicht, oder? Und in die Merlin rein. So, wir kommen rein. Wir sind da. Okay, so. Ich gehe in den oberen Turm. Da sind noch ein paar Schüsse drin.
Unser Schiff ist am Ende. Ich kann für nichts mehr garantieren. Okay, es sind nur noch zwei Hammerheads. Die andere ist gerade irgendwie. Nur noch zwei Hammerheads. Machen wir. Ja, ja. Wir mit unserer kleinen Redeemer. Ja, hier ist noch eine Inferno. Ja, Inferno ist eine Inferno. Interessiert doch keine Sau. Was? Ich bin oben drin. Alles klar. Ey, sie senkt doch die Hammerhead, als wäre es nichts. Sag an, was du brauchst. Wir hatten eine Inferno. Irgendwer, der hier gerade gespawnt ist, diese Castino Einziel, ist gerade auch bei uns. Wenn der uns angreift, wird er erschossen. Punkt. Ja, ja. Medic, du solltest nicht gerade zu den Hammerheads fliegen. Du hast, glaube ich, ein paar Schilde. Weiß ich nicht. Redeemer. Ich habe Schilde. Aber ich bin sehr, sehr kleine. Standby. Was, ich sehe hier gerade rein. Ich fliege nach Frong und Co. Ihr könnt zu mir fliegen. Hier sind beide Hammerheads. Ne, ich hole erstmal unsere Crew. Achso, okay. No one left behind. Hendrik ist in der Merlin unterwegs. Froggen? Der kann zu euch fliegen. Ja. Bereit für Aufnahme? Ich weiß es nicht. Extraktion, wir kommen. Martin, wir können unsere Rüstung wiederholen. Können wir, aber jetzt erstmal Froggen. Das ist alles wichtiger als die Leute. Was? Wir werden beschossen. Weil das Leute sind. Wir werden beschossen. Von hinten. Ziel hinter uns. Ziel hinter uns. Schießen. Kämpfen. Ich sehe euch gar nicht. Wo seid ihr denn? Das kann ja nicht. Ihr beschießt uns ja. Es sind doch drei Hämmer jetzt noch. Dann ist er unter uns. Fragen 6-1, 6-0, 5-9. 5-7, 5-6. Setz mich hinter euch, aber ich hab hier nichts hinter euch, Martin. 5-3, 5-2. Ich weiß nicht, wer euch beschießt. Jetzt gerade nicht mehr. Achso. 4-9, 4-8, Fragen, alles klar? Ja. Wo ist Hendrik? Nee, fast neben euch. Wie fast neben uns? Hast du schon ein Raumschiff? In der Merlin. Wieso hast du den Frog nicht beschützt? Merlin Einsitzer. Und die Merlin hat auch keinen Schild. 3-5, 3-4, 3-3, wir kriegen wieder Beschuss. Eine Hammerhead knallt an uns vorbei. Vorne jetzt Flugrichtung 10 Uhr. Hanfried schießt auch auf dich. Ja, ich merk's, aber ich sehe sie nicht. Wir holen jetzt erstmal den Frongel. Wo sind die? Direkt neben mir. Ach da. Kann ich mal drauf schießen? Vielleicht solltet ihr auf der anderen Seite von der Dings parken. Frong 2-5, 2-4, 2-3. Wir sind aufgeschaltet worden. Rakete im Anflug. Ich bin tot. Bleib wir haben Martin eine Zeit lang. Rakete abgewehrt. 1-9. Hammerhead. Martin, ich hol den Frong zurück und dann hauen wir hier ab. Martin, wie viel Stück hast du noch? Auf die Hammerhead. Ich hab noch 4. Okay. Frong. Werde ich's mal machen. 1-6. Das habe ich gar nicht kapiert. Die kaputte. Heckklappe aufmachen! Irgendeiner Heckklappe aufmachen! Trucker Babe! 1000 Meter Froggen! Ich sehe es. 9, 8. 7. Ich schieße. Wir holen den Froggen jetzt hier raus. 5. 400. 300. 200. Ey, ich schieße der Hammer gerade alle Schilde weg, aber ich mache nicht genug Schaden, leider. 60, 50, 40, 30, Froggen, stopp. So, Heckklappe aufmachen, Froggen rausholen. Ist auf. Nee, ist zu. Also bei mir ist er auf. Ist egal, rein. Ich muss erstmal hin. Ich hab keine Schilde mehr, mein Heck ist Schrott, ich muss raus. Alles gut. Hier blinkt alles rot. Das bleibt auch oben. Bist du da? Ja, ich bin drin. Bist drin, gut. Wartet, ich bin leider komplett raus. Mein Heck ist komplett Schrott. Ist Hannes, weg. Wir brechen ab. Die Mission ist aus dem Ruder gelaufen. Fliegen wir jetzt zu unserem Wrack hier, oder? Wir fliegen jetzt nach Hause. Wollt ihr eure Klamotten noch einsammeln, oder was? Ja, wir sind 1300 Meter von nur entfernt. ist bei euch gerade was? Gerade nicht. Wir probieren's. Eure Armut kotzt mich an. Hendrik, was ist los mit dir? Ich bin tot. Den hat's von der Hammerhead zerscheppert.
Die tote Hammerhead hat auf mich geschossen. Frage, Flugrichtung, ich kann es genau nicht erkennen. Genau jetzt unser Heck. Genau jetzt, genau. Und dann ein bisschen nach unten gucken. Ich sag, wenn du genau ausgerichtet bist. Stopp, ich habe vor mir zwei jetzt mit rote vorne. Schiffe. Das eine seid ihr, oder? Ja, das seid ihr. Okay. 1600 Meter. Geradeaus weiter. Genau, geradeaus 1600 Meter. Müsste auch das Wrack von der Starbunner liegen. Was ist mit der Conny? Können wir die benutzen? Nein. Okay. Sure. Of death. Okay. Ja. Kurze Frage, wer schießt da von euch mit Laser? Ich war das. Achso. So, wie weit, Frong? 1200. Geradeaus weiter? Ja, genau. 900, 800, 700, 600. Du bremst auf einmal. 500, 400, 300. Hier 30. Nichts, Frong? Ich steig mal aus. Nee, warte. Näher dran. Wie weit? Hinter uns Schiff. Ja, ist egal. Ah, links oben, wenn du aus dem Cockpit guckst, sind die Wrackteile von der Starrunner. Hier willst du aussteigen? Ja, ich bin draußen jetzt. Ich bin auch draußen. Könnt ihr mein Zeug auch mitbringen? Traktorschrauben, schmeiß alles hinten rein. Meins auch? Ich halte die Maschine hier in Position. Warte, ich sehe deine Leiche. Wrackerbeben, deine Leiche sehe ich auch. Zwei haben wir jetzt an der dran. Ja, ich weiß. Die kommt gerade reingeflogen. Ich bleib trotzdem bei der Crew. Trocken, deine Leiche sehe ich, glaube ich, auch. Ja, ich bin jetzt bei meiner Leiche. War das Schild in Ordnung, oder? Alles noch gut. Maschine springt gleich. 3, 2, 1, ich komme gleich zurück. What? Ach, das ist halt etwas leicht. Maschine springt. Regeneriere Schilde, komm zurück. Komm, siehst du meine Leiche? Wie schnell kann man den Anzug wechseln im Weltall? Ein Helm nicht. Helm würde ich einen Rucksack machen. Ich habe keinen Rucksack. Tiger? Ja? Wie macht ihr es? Zieht ihr euch um oder nehmt ihr alles dann raus mit Traktorstrahl? Ich hab keinen Traktorstrahl dabei. Oh. Auch nicht bei deiner alten Rüstung? Wir müssen die Leichen einsammeln, wie immer. Ah. Ist Babe ausgestiegen? Nein. Gut. Hast du einen Traktorstrahl dabei? Ich habe einen Traktorstrahl. Ich habe auch einen Traktorstrahl dabei. Gut, dann stellst du dich hinten an die Rampe und nimmst gleich alles entgegen, was hier rübergeworfen wird, okay? Wer, ich? Ja. Ja, okay. So, Maschine kommt gleich rein. Ich kann aber, die ist am Ende. Also ihr müsst jetzt ratzfatz alles, was wir haben, was ihr gefunden habt, reinschmeißen und dann müssen wir weg. Ihr müsst euch gleich mal mein Schiff angucken, dass ja, ich überhaupt noch fliegen kann. An meinem Schiff ist auch nicht mehr viel dran. Ihr meint es wir kommen? Das halbe Schiff oder so. Kurze Frage, wo ist denn der Ausgang? Leiter runter. Und dann ist er nicht zu verfehlen. Okay. Da soll noch mal einer sagen, ich kann nicht fliegen, ja. Wo sollen die vielleicht die Mission verlassen, dass die spawnen oder so vielleicht? Die spawnen nicht. Glaube ich auch nicht. Kann ich die Klappe aufmachen? Die wollen jetzt auf Fresse. Ja, warte mal, du musst warten, bis Martin einmal gesprungen ist, weil sonst klappt sie automatisch wieder zu. Quatsch, ich habe ja keinen Traktor, wie meine Klamotten liegen ja da draußen. Oh. Ja, wenn du den Spielanzug an. Dann Tiger, schnapp dir von Trucker Babe den Traktorstrahl und bring alles mit rein. Ich habe meinen Traktorstrahl genommen von meinem Wrack. Ja, ich hätte auch noch einen sonst, Tiger, bei der blauen Rüstung, ne? Kannst auch nehmen. Ich muss erst mal gucken, wo die ganzen Leichen mitgehen. Maschine kommt. Ja. Martin, du kannst nicht fliegen. Du wolltest, dass es einer sagt. Ich kann fliegen. Wenn ich in meinem Leben überhaupt irgendetwas irgendwann mal hingekriegt habe, dann war das Kinder machen und fliegen. Trucker Babe, du kannst jetzt trotzdem aufmachen einmal. Okay. So, ich sammle jetzt meine Crew ein. Und dann hauen wir hier ab. Also Martin, dein Chat unterstützt dich heute wieder voll und ganz. Ich merke schon. Ich merke. Juhu, ich habe meine Leiche gefunden.
Alles gut, Sera. Wir haben eine Buggy Mission. Es werden immer mehr Hammerheads. Wir haben keine Chance. Also wir sammeln jetzt die Crew ein und hauen uns hier ab. Hauen hier ab und machen morgen Teil 3 von 3 nochmal neu. Und Froggen hat Schuld. Immer. Ja, Froggen ist immer schuld. 8 Klicks. Für Evakuierung 7. 5 Klicks. Ach, ich bin nur hingefallen. 7 Klicks. Ja. Ey, Martin, du musst gucken. Ich glaube, bei denen waren immer noch 2-3 Hammerheads drumherum. Ich evakuiere die. Babe, Heckklappe ja? aufmachen. Brauchen, wo sind die anderen Leichen? Siehst du sie? Gerade nicht. Ist auf? Ja. Gut. Also du kannst rein heiß reingehen gleich, Martin. Ja, wir evakuieren. Und dann sind wir weg. Das dauert noch ein bisschen. 4,5 Klicks. Wir kommen. Hier kommen Funken aus der Lüftungsanlage. Also die Ausrüstung ist es nicht wert, hier zu sterben. Ihr steigt ein, wenn wir da sind. 3 Klicks. Aber wir haben gesagt, die Rüstung besorgen wir. Es macht keinen Sinn zu sterben. Wir haben doch nicht. Oh, ich habe eine blaue Rüstung gefunden. Das ist die Hanuta. Das ist die Hanuta-Rüstung. Ja. Ich habe Martins-Rüstung und Frogger-Babe gefunden. Können eigentlich die Hammerhead-geschützte Personen ausschalten? Nee, eigentlich nicht. Wir bekommen Beschuss. Das ist eine Hammerhead, die von oben hinten ankommt. Muss ich jetzt die Tür weiter aufpassen oder soll ich auch schießen? Nein, aufpassen. Wir evakuieren nur noch. Hammerhead von vorne, Hammerhead von hinten. Oh mein Gott. Crew. Vielleicht. 200 Meter. 100 Meter. Evakuieren, jetzt. Martin, dein Schild vorne ist gleich schrott. Evakuieren, los. Rein. Rein. Heckschilde kollabieren gleich. Los, rein. Die kaputte Hammerhead ist auch auf euch. Ja, oh Gott. Die kaputte hat mich ja getötet. Oh. Ihr wart zu langsam, echt jetzt? Ihr seid gestorben? Nein. Also ich bin mit maximaler Jetpack-Geschwindigkeit zu dir geflogen. Ja, Pimmels. Ja, warte mal. Mehr konnte ich nicht rausholen aus der ganzen Sache. Martin, du hattest doch noch Schild. Wie bist du gestorben? Nee. Da war nichts mehr am Schild. Ganz fit, ganz kleines vorne und hinten keine Schilde mehr. Ja, vorne war weg, ja, aber hinten hattest du noch. Du weißt ja nicht, wo der mich, von wo der eine. Ja, schon mal wieder. Ja, eben. Ich habe alles gegeben. Das, ja. Das war so knapp. Das wird man mir wahrscheinlich ewig. Ich hab ewig lange durchgehalten. 45 Minuten mit meinem Raumschiff. Ja, gar nicht. Die sollen zusehen, wie sie klarkommen. Die Schnarchnasen. Ah, Seraphim in dem Fall, okay. Du hast mal ausgewichen. Ja, genau. Du Sack. Sonst, wenn ich im Turm hocke, dann machst du hier wildesten Ausweichbewegung. Das war mir nicht. Ich musste euch doch einladen, sag mal, geht's dir doch gut oder was? Das nächste Mal, wenn ich dich einladen muss, mache ich wilde Ausweichbewegung. Mal gucken, was du dann zu erzählen hast. Babe, es tut mir leid. Aber ja. Das sind die Kids, die können das nicht. Die können nicht kämpfen. Haben wir viel anzuhören. Ja. Jetzt haben wir wieder den weißen Anzug an. Wunderschön an. Wunderschön, du bist zu spät. Der Krieg ist zu Ende, wir sind gestorben. Ich lebe noch. Sera. Zu mir springt, auf dich kann man sich nicht verlassen, Sera. Metal Melanie, du hörst jetzt auf. Sonst bist du nicht mehr mein Lieblings... mein Lieblings... Wie nennt man das? Ich will ja auch nur witzig sein und dir nicht wehtun. Mein Lieblingsgender? Nee. Ist das richtig? Dein Lieblingsgeschlecht ist er. Aha, okay. Nee, aber... Aber doch. Habe ich recht oder habe ich nicht recht? Das hört sich jetzt komisch an. Ja, ich weiß. Sagen wolltest, nein. Aber wie sagt man das? Melanie. Gute Frage. Ich mag dich als Frau und ich mag dich als Mann. Hör auf.
Rockerbeben. Ich glaube, deine Frucht liegt hier im Behälter rum. Deine Frucht? Die Frucht deiner Lenden. Sprich, das Baby liegt hier auf dem Boden. Babe, komm hier, nimm den Helm ab, wir knutschen. Martin? Nein, wir knutschen jetzt. Ja, wir müssen jetzt knutschen. Ruhe. Knutschen. Wo bist du? Da, knutschen. Okay. Babe, knutschen. Versuch doch nicht immer so neutral zu sein. Wenigstens dabei kannst du dich doch mal gehen lassen, Baby. Wieso hast du schon wieder an deinem Krankenhausanzug Pistolenmagazine? Na, was ist los mit dir? Die lagen da rum. Nein, die lagen da bestimmt nicht rum. Die kommt aus dem Krankenhaus und ist schon wieder voll hier auf Ich will Gewalt. Nee, das kann man ja mal gebrauchen. Du weißt doch, besser haben als brauchen. Magst du mich auch noch als Non-Binari? Ist mir scheißegal, was du bist am Ende. Womit du glücklich bist, ich mag dich. Generell, das gilt für alle Menschen da draußen. Wenn ihr glücklich mit dem seid, was ihr euch gerade wünscht, wie ihr euch fühlt, ich mag euch. Weil es gehört ganz viel Mut dazu zu sagen, ich möchte gerne als Frau ein Mann sein, als Mann eine Frau sein, als Frau einen Baum zu lieben, als, was weiß ich, es gibt ja alles. Ich habe ja leider Gottes nicht das Privileg, besonders zu sein. Ich habe leider Gottes das Problem, normal zu sein. Darf man das so sagen, ja. Oh, guck mal, ein Handkuss von Babe. Martin? Ja? Willst du noch ganz kurz mein absolut intaktes Raumschiff zeigen? Du hast ein intaktes Raumschiff, wo? Ja, warte, ich habe noch 10 Millionen Kilometer vor mir. Ich bin gleich da. Wir kommen dann zu dir in den Hangar. Ich muss währenddessen hier... Ja. Babe, du bist ja richtig... Du bist ja richtig... Du bist ja richtig... Porno. Wie wir hier so sagen. Genau. Kannst du deinen Nickname ändern im Spiel in Porno Babe? Hast du ganz viele Freunde hier im Spiel. Hast du dich gerade vor mir hingekniet? Nein. Das können wir nicht im Fernsehen zeigen. Das geht nicht. Was ist los mit dir hier? Alles gut. Spanner, geh weg. Uhr, da darfst du auch, Das ist mein Babe. Spanner. Ja, mein Babe, geh weg. Hör auf, willst du dem jetzt da an die Nudel gehen oder was? Alter, warum hast du das dann gemacht? Ich wollte ihn hauen. Jetzt denkt wieder alles im Fernsehen hier, du Mann. Du bist eine mega intelligente junge Frau. Studiert. Ja, mehr. Was hast du nochmal studiert? Mehr? Oh, du bist wie jede andere Frau. Du hast es bisher nur gut versteckt. So. Der verfolgt mich. Was hast du alles studiert? Der will einfach nur fummeln. Du kennst das doch. Was? Sitzt der in mir drin? Der springt über deinen Kopf. Ja, so ein kleiner Perverser ist das. Eure Leichen. Babe, was hast du studiert in echt? Komm, erzähl. Architektur. Das ist schon was. Da gehört schon eine ganze Menge zu. Für die da draußen, ja, auch wenn wir die hier ärgern, die hat Architektur studiert. Das sind die Leute, die eure Häuser planen, wenn ihr irgendwann mal drin wohnen wollt. Kann und heute eh keiner mehr zahlen, Martin. Ja, aber dafür macht sie ja jetzt auch was anderes. Was machst du als IHK? Ja. Und energetisches Optimieren von Wohnungen, ne? Ich mach Bauphysik mittlerweile. Warte, was? Braucht ihr noch eine Abwohnung? Also, wenn wir auch, wir machen ja hier klischeemäßig immer alles, ja? Der Frogen wird geärgert, der Tiger wird geärgert, ich werde geärgert, weil ich alt bin. Die Babe wird geärgert, weil sie eine Frau ist, aber es ist nur Spaß, ja? Ich möchte, dass die Zuschauer da draußen das einfach mal verstehen. Wir versuchen, Klischees zu bedienen, um euch zu... Genau, zwei Mittelfinger. Um euch zu unterhalten. Ja, aber das ist kein dummes Dummchen oder sowas. Das ist eine hochintelligente, studierte Frau, die nicht nur in der IHK, sondern auch noch in ganz vielen anderen Gewerken unterwegs ist und richtig was auf dem Kasten hat.
Ja, also auch wenn wir streamen und so tun, als wenn das eine dumme Frau ist, ein Standgebläse mit einer Kiste Bier oben auf dem Kopf, ist das nur Spaß. Also ich bin persönlich, das meine ich ganz ernst, für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Leider Gottes gibt es das immer noch nicht überall. Und was ich ganz besonders kacke finde, ist, wenn man Frauen behandelt, als wenn sie nach wie vor Dinge werden, die wir Männer irgendwann irgendwo benutzen. Wenn man mal ganz genau hinschaut, kriegen die Frauen die meisten Dinge besser hin als wir Männer. Außer Autos reparieren und solche Sachen, die halt eben nur Männer machen. Habe ich recht, Babe? Ja, ja. Samstags in Baumarkt fahren und Auto waschen. Baumarkt fahren und Auto waschen, genau. Baumarkt? Das können wir Männer besser. Für uns Männer ist ein schöner Samstag, wenn wir in den Baumarkt fahren und Autos waschen. Für Frauen ist das eher so, muss ich halt machen. Ja, ein Problem, Martin. Ich bin gerade mit 20 Metern pro Sekunde durch die freie Öffnung durchgeflogen im Hangar und bin einfach explodiert. Haben wir noch eine Aurora, die wir hier rufen können, damit wir dem lieben jungen Mann, der eben noch gesagt hat, ich weiß nicht, wie das funktioniert, zeigen können, dass es funktioniert oder nicht funktioniert? Eine Aurora? Eine Conny, stimmt. Ich check das mal eben. Dort schon noch jemand eine Abholung. Hast du eine Conny? Dann füg mich mal hinzu. Ich komme mal mit einem 2, dass der auch was einstarten kann. RSI, ne? Boah, ich habe zu viele Raumschiffe. Was eine Liste. Hier, das geht ja auch nicht. So. Oh, ich kann dich sogar rufen. Komm, Baby. Ich ruf dich. Hangar 06. Checken wir das. Für unseren lieben Zuschauer, wie hieß er noch? Wenn er schon schnell, sonst kommt der Spanner mit. Na, wir beiden fummeln gleich in Ruhe, wenn der Stream aus ist, hier im Spiel. Hangar 06, das ist das hier, wo Hangar steht und 06. So. Meinst du, der Spanner, der wollte echt was von dir? Bestimmt. Der konnte doch gar nicht wissen, dass du in echt eine Frau bist. So, meine Phönix ist leider Gottes die Emerald. Emerald, wie auch immer. Yep. Wir checken das mal eben. Keinen Unterschied machen. Nee, eigentlich nicht, aber... Wie gesagt, ich weiß es doch nicht. So. Checken das mal eben. Bevor wir... Morgen machen wir dann den dritten Teil, ne? Ohne 30 Trillionen Hammerheads. Bitte ja. Ich muss vorher noch mein Raumschiff reparieren. Jetzt sind es lauter Polaris, die aufkreuzen, oder? Aber ich habe gut durchgehalten, oder nicht? Ist mal ehrlich. Komm. Bis dann Frong und Tiger passiert ist, ja. Ja, Frong und Tiger waren das Problem. Die waren zu langsam. Ich hatte keine Schuld. Nee, Tiger ist also mein Freund. Froggen hatte Schuld. Also ich wollte eigentlich gerade sagen, dass die beiden Hammerheads, die rechts und links von uns geparkt haben, vielleicht Schuld hatten, die auf dich geschossen haben von allen Seiten. Ah, aber okay, ich mag dich auch. Okay, Froggen hatte auch keine Schuld. Es waren die Hammerheads. Yeah. Martin. Ja. Kein Mobbing. Guck mal ganz kurz. Babe. Ich hab zum Glück Fotos gemacht. Wir sind noch immer live. Du kannst jetzt nicht fummeln. Nicht. Ja. Ich wollte ja nur gucken, was du machst. Hör auf zu fummeln. Oh, da fehlt das komplette Hinterteil von deinem Raumschiff. Yep. Ja, also Hannes hat wirklich, der hat nicht nur erzählt, der hat wirklich Raumschiffschrott. Aber es ist noch geflogen, bis auf jetzt gerade da im Hangar. Aber ja, dafür ist die Hornet bekannt. Solange du noch das Triebwerk hast, kannst du auch fliegen. Hast du das im Discord gepostet? Ja, ich hab's gerade erst mit Martin geschickt, aber ich schick's jetzt auch mal in Bilder rein. So, Party People. Wir sind gleich bei 3 Stunden Stream. Was haben wir hingekriegt? Nix. Bombe explodiert. Ich finde, wir haben heute mordsmäßig gekämpft. Zuschauer, Feedback. War das heute interessant, spannend, gut zum Zuschauen oder sagt es mir. Da ja bei dem Printer was, ne? Das war die Redeemer. Oh. Nach oder vor dem Crash?
Das heißt, bevor ich ausgestiegen bin. So, dann checken wir das mal eben noch mit der... Ups. Echt jetzt? Ups. Entschuldigung. War nicht gewollt. Da war wieder irgendwas auf der Tasse, wo was nicht drauf sein sollte. Horny Melanie Smeller Feedback zählt nicht. Weil Horny Melanie und ich befreundet sind und die mich sowieso toll findet. Das können wir jetzt nicht als Feedback nehmen. Aber Jumping, das ist blau auf blau, das wird wieder schwierig. Jumping Jackie. Jumping Jackie sagt, war gut. Okay, da freue ich mich. Auf blau, warum hast du einen blauen Hintergrund? Weil das so ist bei meinem Programm hier. Kann man auch nicht ändern. Ist klar. Was hast du, Chatty, oder was hast du? Restream. Achso, okay. Ich habe so viel getrunken. Ist das so eine James Bond Kapsel? Ich habe so viel getrunken. Ich kann nicht mehr reden. Da wir noch zuschauen, war es offensichtlich interessant. Das ist nett. Und euer alter Opa hier hat doch wirklich mal was hingekriegt, oder nicht? So, was muss ich jetzt drücken, damit ich hier abtocken kann? Was war das nochmal? Ich habe den Knopf vergessen. Alt-M. Ja. Alt- erstmal anmachen vielleicht. Alt-M? Nee. Links die Taste nehmen, M. Plus alt. Ja. Was jetzt? Alt M oder Alt plus alt? Keine Ahnung. Alt N. N. Wie ja, Nordpol. Klar. Wie wir bei der Bundeswehr sagen würden. Ich wollte gerade nachfragen, was es nochmal war, aber es mir nicht mehr eingefallen ist. Alt Nordpol. Funktioniert. Alt N funktioniert. Alt Nutella finde ich gut. Alt, Nutella funktioniert. Ist mir ja auch egal, ihr wart alle nicht. Es gibt ja nicht mehr den Grundwehrdienst. Ihr könnt das alle gar nicht wissen, wie das richtig funktioniert. So, also. Und ab F4-Witz. F4 und alt? Nein, das ist. Nein. Nein, 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 nein. Aber jetzt, wir sind raus aus dem Hintereingang von dem Raumschiff. Jetzt müssen wir auch wieder rein. Oh, und jetzt aber mit ganz viel Schmackes und Spucke, Martin. Ist auch Alt-N oder was? Keine Ahnung, ich hab's nicht eigentlich hingekriegt. Eigentlich schon, Martin. Die Sache ist, irgendjemand muss dann im Schiff... Ich bin tot, ich bin explodiert. Nein, das hat nicht funktioniert. Hä, was hast du denn gemacht? Tiger Froggen, bei dir 8 Sticks. Leck mich doch mal. Einfach vorne Pulle. Ja, aber mit sowas von 1000 km/h. Du hast die Phönix durch die Gegend gedrudelt, jetzt weg. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ich habe da nicht Vollgas standardmäßig bei meinem Raumschiff eingestellt. Andersheim, ich würde jetzt vielleicht mal ans Steuer gehen und das Ding retten. Ja, ich bin schon dabei. Nein, Baby, alles gut. Der Beschuss noch alles. Wir kaufen alles neu. Wir sind so reich. Die trudelt aber Richtung Planet, Martin. Ist mir doch egal. Babe, rette dich. Flieg zurück auf die Station. Ich mache hier nichts mehr. Ich habe die Schnauze voll. Also, das Problem ja eben war eigentlich im Stream. Das ist kritisch. Ich muss mich auch mal drehen. Dass er mit seinem Raumschiff nicht die Constellation verlassen konnte. Ah, die Hammerhead. Alt und N. What? You are moved. Alt und N funktioniert. Das heißt also, ihr könnt ohne Probleme, oder du kannst ohne Probleme, wenn dein Spiel vernünftig arbeitet, das eine Raumschiff von dem anderen trennen. So, wir sind schon 43, 45 Minuten über dem eigentlichen Ziel hinaus. Deswegen sage ich und auch die anderen, dafür gehe ich zurück in den Chat. Das haben wir nicht geschafft. Ich bin nicht schnell. So, und jetzt sagen ich und die anderen tschö mit Ö, bis zum nächsten Mal und morgen Abend um 20.15 Uhr geht's weiter, wenn nichts dazwischen kommt.
Ja, kann immer was dazwischen kommen. Heute ist nichts dazwischen gekommen. Morgen warten wir es mal ab. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr zuschaut. Und jetzt sagen die anderen auch schön mit Ö und dann ist Ende Gelände. Tschüss. Tschüss. Morgen ist Sera dann eher da. Ja. Tschüssikowski, ihr Lieben.